Wunderschönen guten Sonntagmorgen. Wir sind wieder live hier auf dem Einfachnähen YouTube-Kanal. Ich bin Anna von Einfachnähen und heute wird genäht. Und zwar wieder von mir unter Anleitung. Und diesmal habe ich nämlich ganz wunderbare Gäste. Leonid und Matthias aus Frankfurt. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo, guten Morgen. Hallo. Vielen Dank. Morgen. Es ist so eine große Freude, dass ihr heute meine Gäste seid. Wir haben uns ja im letzten Jahr einmal persönlich kennenlernen dürfen und da habe ich euch dann direkt verhaftet, mal meine Gäste zu sein, weil ich finde, das, was ihr tut, ist einfach so wunderschön und einfach nochmal ja eine ganz andere Facette des Nähens, dass ich einfach euch mit dabei haben müsste. Und natürlich im Hobbybereich kennt man das, Männer sind ganz rar gesät. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an die männlichen Zuschauer heute auch da draußen, die ich ja ganz gerne mal unterschlage. Aber bevor wir jetzt hier loslegen und ich viel irgendwie über euch erzähle, ist es doch vielleicht schöner, wenn ihr euch mal selber vorstellt. Hallo ihr zwei. Hallo, guten Morgen. Es ist super schön, bei dir dabei zu sein. Wir haben uns wirklich letztes Jahr erst kennengelernt und umso besser ist es, dass wir schon was zusammen starten. Ich bin Leonid, das ist Matthias. Wir sind zusammen die Modemacher aus Frankfurt. Und wir beide haben uns schon vor 12 Jahren kennengelernt und seitdem machen wir gemeinsam unser Label. Genau, wir haben ein Modelabel in Frankfurt und wir sind sehr, sehr froh, heute mit dabei zu sein. Könnt ihr euren Stil so ein bisschen beschreiben, was man bei euch findet? Denn ihr seid tatsächlich eine der wenigen jetzt hier, die meine Gäste sind, die fertig genähte Dinge verkaufen. Also gar nicht so in die Schnittmusterrichtung gehen, sondern ja, fertige Mode verkaufen. Was wir ist das euer Stil? Tat, also wir machen alles außer Basics und jede Kollektion erzählt eine ganz neue und ganz andere Geschichte. Wir machen Damenmode, Herrenmode, wir machen Accessoires wie Taschen, wie Schmuck, wie Kopfbedeckung. Wir sind auch Markenbotschafter von Husqvarna Viking. Das heißt, dass alles, was wir machen, machen wir mit den Husqvarna-Nähmaschinen, also nähen und sticken. Genau, das ist nämlich auch der Grund, warum ich heute auch eine Nähmaschine von euch hier stehen habe, tatsächlich. Das ist die Opal 690Q. Ich bin ganz ehrlich, es ist das erste Mal, dass ich eine Husqvarna-Nähmaschine vor meinen Händen habe und ja, den Stoff darunter langführen darf. Ich habe natürlich schon ein kleines bisschen geübt, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich doch Nähmaschinen sein können. Aber auch diese Maschine ist wirklich intuitiv bedienbar und das, was ich bislang darauf genäht habe, hat auch super gut funktioniert. Ich bin noch nicht durch die ganzen Shortcodes durchgestiegen. Deswegen, Leonid, brauche ich auf jeden Fall noch deine Hilfe, dass du mir noch erklärst, welche Tasten ich wo drücken muss. Die kannst du wahrscheinlich mittlerweile im Schlaf. So, ja, bevor wir jetzt aber nochmal weiter über euer Label sprechen, möchte ich ganz kurz schon mal zeigen, was es heute zu nähen gibt. Ich gehe mal nach vorne. Das ist mein Übungsteil von gestern, das ich einfach mal ausprobiert habe. Aber was man hier halt sehr schön sehen kann, das ist eine Origami-Technik, also eine Falttechnik, die dann zu einem speziellen Effekt dann führt, nämlich so zu einer Schleife. Und dann kann man das Ganze einmal aufklappen und wieder zuklappen und ja, dann als Handtäschchen benutzen. Und der Matthias und Leonid, die sind so lieb gewesen, die haben mir nämlich schon alles Mögliche vorbereitet und auch gestickt. Weil, Leonid, du bist ja hier der Stickmeister, kann man nicht anders sagen, oder? Ja, also in der Tat, wir arbeiten sehr, sehr gern mit Stoffen, aber wir lieben Textilgestalten. Wir haben jetzt diese Tasche für Anna komplett mit dem Garn von Salki bei Gunnel bestickt. Auch vielen Dank an Gunnel dafür. Und ich finde einfach ganz, ganz toll, was man im Stickbereich machen kann, dass man aus ganz schlichten Stoffen kleine Kunstwerke machen kann. Das werden wir gleich dann auch nochmal im Einzelnen sehen, wenn man auf die einzelnen Teile geht, was du da wie gestickt hast, da können wir dann auch nochmal was drauf eingehen. Also man sieht hier auch, dass das so ein glänzendes Garn ist, wo das nochmal so einen speziellen Effekt hat, auch das Rote hier, das glitzert. Glitzer ist natürlich immer super für uns Mädels, ne? So ein bisschen Glitzerzeug. Aber wir haben hier jetzt halt unterschiedliche Sachen und das finde ich sehr, sehr schön, dass du das so schön vorbereitet hast und ich da jetzt mit deinen vorgeschnittenen, vorbereiteten Sachen arbeiten kann. Und ich bin ganz gespannt, wie das am Ende aussieht. Für alle, die das allererste Mal hier bei einem Live-Solong mit dabei sind, ein bisschen die Spielregeln.
Das Schnittmuster konntest du dir runterladen und ausnahmsweise kannst du es dir nach wie vor noch runterladen, denn das ist ein öffentlicher Link, der bei Leonid und Matthias ist und da könnt ihr euch dann die Anleitung separat nochmal runterladen, auch das Schnittmuster nochmal, damit ihr die Schnittteile auch im Nachgang noch einmal zuschneiden könnt. Also jeder, der jetzt meint, oh, das ist ein schönes Projekt gewesen, hat Glück, dass ihr das im Nachgang halt auch noch nähen könnt. Wer jetzt schon vorbereitet hat, der wird dann gleich mit uns 1:1 nähen können, natürlich in Echtzeit. Und wenn dir was zu schnell gehen sollte, was ich hier tue, oder irgendwas anderes dazwischen kommt, dann kannst du jederzeit hier auf Pause drücken, auch bei dem Livestream. In der Wiederholung, wenn du dir das später angucken solltest, dann kannst du natürlich auch jederzeit zurück oder vorspringen, sodass du hier auf jeden Fall nichts verpasst und Schritt für Schritt mitnähen kannst. Ja, lieber Leonid, du bist heute mein drittes Auge sozusagen und achtest darauf, dass ich hier alles richtig tue. Der Matthias ist regelmäßig auch mit einem Auge noch im Chat und liest dann auch eure Fragen vor. Wenn ihr also Fragen habt, die ihr gerne an Leonid und Matthias stellen wollt, dann könnt ihr das gerne jederzeit tun, auch wenn ihr Fragen an mich habt oder irgendwas nicht verstanden habt, könnt ihr das auch jederzeit gerne unten in den Chat mit reinschreiben und wir bemühen uns auch alle eure Fragen dann noch mit zu beantworten. Bevor wir jetzt aber anfangen zu nähen, ihr habt ja noch ein bisschen was vorbereitet, nicht wahr? Das wollen wir uns vielleicht vorab noch einmal anschauen. Ihr habt einen kleinen, ist es ein Imagefilm oder ähnliches? Das ist unsere Sitcom. Wir haben eine Fashion-Sitcom produziert und das ist der Trailer davon. Wie kann man wir machen dabei was Modenschauen und die Gedanke war, bevor man einmal pro Jahr Modenschau macht, man macht so ein Fashion-Sitcom, was man sich einfach öfters anschauen kann. Ja, dann schauen wir da mal rein, was ihr da als Trailer produziert habt. Film ab! Das wollte ich immer mal sagen. Ich weiß doch, meine täglichen 3S. Sex, Shoppen und Schokolade. Ich weiß über alles Bescheid, er hat eine andere! Wow. Ey, diese Frau macht mich noch verrückt! Halt doch nicht mehr aus! Das ist alles so aufregend. Ich brauche etwas, damit meine Freundin öfter an Sex mit mir denkt. Ja, dran. Ja, so hat man einen kleinen Einblick mal, was ihr da produziert habt. Das ist noch in eurem Laden, richtig? Aber in dem alten. Ihr habt jetzt renoviert, stimmt's? Wir sind mittendrin. Genau. Anna, bevor ich das vergesse, wir sollen dir ganz, ganz liebe Grüße ausrichten von unserer Praktikantin Charlotte. Als sie erfahren hat, dass sie heute mit dir live gehen, sie war völlig aus dem Häuschen. Sie hat, oh mein Gott, Diana, sie schaut sich so gerne deine Videos an. Sie ist in der Ausbildung gemeint, du kannst das so gut erklären. Und die war richtig glücklich, sie wollte heute auch mit dabei sein. Kannst du nicht, hier von Charlotte, liebe Grüße. Liebe Charlotte, ich grüße dich dann von hier aus auch und vielen, vielen Dank für die lieben Grüße und freut mich sehr, dass dir meine Videos und meine Arbeit so gut gefällt und ich hier euer Erklärbär sein darf. Ihr Lieben, wir wollen anfangen mit den ersten Teilen. Wir gucken uns auch gleich noch ein bisschen was aus eurer Kollektion noch an. Ihr habt noch ein paar Fotos geschickt, da gehen wir dann auch noch mal durch. Aber ich glaube, den meisten juckt es so ein bisschen unter den Fingern, dass wir jetzt einfach mal anfangen. Ich habe hier ein Sammelsurium an Schnittteilen und wir fangen jetzt erstmal mit der Außentasche an, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig? Richtig, ja. So, genau. Und das sind drei Teile. Und dazu vielleicht auch schon die ersten Fragen. Welches Material verwenden wir denn hier dabei? Es ist ganz einfach, also je nachdem, wie die Tasche sein soll. Wir haben bei dieser Tasche zum Beispiel eine ganz, ganz feine Seide genommen, die wir nur leicht fixiert haben. Da ist diese Tasche zum Beispiel sehr, sehr weich. Die Tasche ist auch aus Seide und die ist halt sehr, sehr fest. Das heißt, je nachdem, wie die Tasche zum Schluss werden soll, man kann entweder weichere oder festere Stoffe nehmen. Das heißt, bei der Einlage ist es genauso, fällt es genauso. Ganz genau. Je nachdem, was man zum Schluss haben möchte. Genau. Wunderbar. Also da kann ich was zu meiner Tasche tatsächlich dann auch direkt sagen. Die habe ich nämlich aus altem Bundeswehrzelt genäht. Wer mir länger folgt, der weiß, dass ich da auch schon mal einen Mantel draus genäht habe. Und das ist wirklich sehr, sehr steif. Und mein Pudelstoff hier vorne, das ist ein ganz normaler Baumwollstoff. Und das hat wirklich enorm viel Stand. Also da habe ich gar nichts mehr großartig verstärkt. Und das ging auch wirklich sehr, sehr gut zu nähen. Je nachdem, welches Material man da halt verwendet, muss man entsprechend unterschiedliche Einlagen nehmen. Wenn ich nur den Baumwollstoff zum Beispiel genommen hätte, dann würde das in sich zusammenfallen. So, das Vorderteil besteht aus drei Teilen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das Vorderteil besteht aus zwei Teilen. Wir müssen einfach unten etwas abschneiden, damit wir diese drei Teile bekommen. Dann genau.
So, genau, und das habe ich jetzt abgeschnitten und jetzt muss dieser Kontraststoff anderen, dazwischen. Genau, richtig, ja. An das untere Ende oder an das obere Ende? Hier ist, nee, nach unten, da geht es nach unten jetzt, auf die andere Seite. Dahin. Genau. Ich und muss nur fragen, damit das hier auf der Seite auf jeden Fall nachher richtig steht und nicht auf dem Kopf ist. Richtig, okay. Das ist korrekt, hoffe ich. Ja, das heißt, also hier ist unten, genau. Hier ist der Kontraststoff und hier habe ich das letzte Stückchen. Das heißt, dieser richtig. Kontraststoff wird jetzt einmal dazwischen genäht. Genau. Gut, also ich lege das hier rechts auf rechts. Richtig. Fixiere mir das mit ein paar Klammern und nähe das dann mit einem ganz normalen Gradstich 1 Zentimeter Nahtzugaben breit ab. Richtig, ganz genau. Ha, so viel habe ich mir noch gemerkt. Und den Rest? Und du kannst jetzt bei der Opai, bei der Maschine auch von vornherein einstellen, welchen Stoff du nähst. Feinen, mitteldick oder dick. Das ist bei dir ganz unten und dann wird die Maschine sich automatisch auf deinen Stoff auch einstellen. Also hier steht Woven Medium. Das passt ja eigentlich wunderbar, ganz gut, das ne? ist auch richtig. Das heißt, die Maschine ist jetzt genau auf diesen Stoff quasi schon eingestellt. Was ich sehr spannend fand an der Maschine ist, dass die keinen Nähfußhebel hinten hat. Das geht also tatsächlich alles komplett über das Pedal unten. Und das war das Erste, wo ich mich wirklich erstmal dran gewöhnen musste, dass ich hier hinten nicht immer wieder dran fasse. So, ich lege mal los. Ich habe einen Gradstich und nähe jetzt wirklich Nähfüßchen breit. Das heißt, die Kante lasse ich hier an dem Nähfuß einmal entlang laufen. Verriegeln tut die Maschine ganz von alleine. Warte mal, Nähfuß ist aber nicht 1 Zentimeter, glaube ich. Du hast 1 Zentimeter eine Markierung bei dir, schau mal. Nähfuß ist etwas schmäler. Also, wenn ich die Nadel anlege an die Stoffkante, bin ich bei 0,9. Kann das dein Herz verkraften, dass der eine Millimeter fehlt? Okay. Dann gehe ich jetzt einmal da entlang. Ich finde, so, hier ist es wirklich. Ich wollte noch sagen, wenn ich den Fuß nämlich jetzt unten mit unterschiedlichem Druck drauf mache, dann geht die auch tatsächlich dann deutlich schneller los. Und was ich bei der Maschine so süß finde, ist, die singt so. Die singt immer so ein kleines Lied. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass man die Maschine von vorne bedient. Weil wenn man hochrechnen sollte, wie oft man hinter die Maschine greifen muss, das ist einfach enorm viel Zeit, dass man dann nur verwendet, um das Füßchen hoch zu machen. Ja, so und dann kann ich hier danach auf die Stopptaste drücken, dann wird automatisch verriegelt, dann drücke ich auf die Schere, dann wird abgeschnitten, dann hebt es der Nähfuß auch ganz von alleine, zack, die erste Naht ist genäht. So, jetzt habe ich mir natürlich, oh, das darf ich dir eigentlich gar nicht zeigen, ne? Eine kleine Kante da eingenäht. Da, wo ich dann Gas gegeben habe, ist es mir ganz leicht verrutscht. Aber wenn ich das aufschlage, sieht man es nicht. Nein. Gut, das kleine Stück nähe ich jetzt ans andere Ende. Vielleicht nutzen wir kurz die Zeit für die Zwischenfragen. Leonid, der Schnitt hat schon die Nahtzugabe inklusive, richtig? Ja. Genau. Und kannst du nochmal erklären, wie die 9 cm abtragen? Wir haben jetzt 2 Stücke Stoff. Ein Stoff ist etwas länger und ein Stoff ist etwas kürzer. Der Stoff, der etwas länger ist, ist unsere Vorderseite. Und da muss man einfach von beliebiger Unterkante 9 cm abtragen, abschneiden. Und dazwischen wird dann unser Kontraststoff reingenäht. Das ist genau jetzt 9 cm, was Anna hat jetzt rechts. Links ist quasi den Rest. Und hier ist jetzt der Kontraststoff. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Flugzeug. Die Notausgänge befinden sich. Okay, also ich habe jetzt das 9 cm Stück rechts auf rechts auf den Kontraststoff und nähe das jetzt einmal fest. Genau, so, Matthias, genau. Du kannst jetzt sprechen, mehr muss ich nicht sagen, der Rest ergibt sich. Ja, Matthias, ich höre. Das heißt, ich könnte auch 2 verschiedene Hauptstoffe nehmen, denn die Frage kam auch. Man kann machen, was man möchte. Ich fand jedoch schöner, wenn wir die Schleife aus dem Kontraststoff arbeiten und sonst bei einem Stoff bleiben, damit diese Schleife nochmal hier vorgehoben wird. Okay. Aber wie gesagt, man kann diese Tasche als Klatsch nähen, einfach ohne Henkel, mit Henkel hinten. Wir haben diese Klatsch zum Beispiel genäht, auch mit den Schlaufen, dass man daraus eine Tragetasche machen kann. Also in der Tat, unsere Nähprojekte sind immer so aufgebaut, dass man immer weit denken kann und auch eine persönliche Note reinbringen kann. Und das Punktvernähen, ist das qualitativ gleichwertig mit dem Rückstich? Also Punktvernähen benutzt man normalerweise bei den feinen Stoffen, die am Anfang vom Nähen kreuzen können, wie Chiffon oder feine Seide.
Bei dieser Tasche jetzt ist es kein Problem, weil wir innerhalb von den Nahtzugaben verriegeln. Da kommt noch eine Naht drüber. Der hier Punkt vernähen, in diesem Fall reicht vollkommen aus. Wunderbar, danke. Das finde ich auch ganz praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie das auf jeden Fall auch immer automatisch macht. Also meine andere Maschine, die ich habe, da kann ich das nochmal separat einstellen, ob ich das immer so haben möchte oder ob das ab und zu halt passiert. Und hier ist es schon, ich habe sie angemacht, da war alles so eingestellt. Also das ist wirklich, die kann wirklich angeschlossen, angestellt und losgenäht werden. Also das fand ich ganz großartig. So, ich habe das zusammengenäht. So sieht es von der rechten Seite jetzt einmal aus. Der Kontraststoff sitzt einmal dazwischen und so sieht das Ganze von der linken Seite aus. Und wir bügeln heute wieder. Tada! Super. So. Also wir machen das immer so, dass man erstmal die Naht einfach in einen bügelt. Das heißt, gegen die Nahtkräuselung. Dann bügeln wir die Naht auseinander. Möchtest du, dass ich sie von der linken Seite erstmal in eine Richtung bügel oder bügel ich sie von der rechten Seite? Nee, von links auseinander bügeln. So, also ich bügel sie erstmal aus. Nein. Du musst und dann auseinander. Genau, richtig. Ja. Ich habe sie erst einmal mehr oder weniger flach gebügelt. Also und gut mit Dampf arbeiten an dieser Stelle. Also da wir wirklich mit Origami-Technik arbeiten, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Nähte sehr scharf bügeln, damit wir zum Schluss auch ganz, ganz scharfe Kanten bekommen. Das heißt, ich bügel das jetzt erst einmal hier von der rechten, von der linken Seite und wenn ich das auseinandergebügelt habe, bügel ich das nochmal von der rechten Seite. Ganz genau, also nochmal umklappen, dass wir eine saubere Kante bekommen von außen. Ja, kriege ich hin. Mhm. So, dann drehe ich das mal um. Ich hoffe, der ist nicht so empfindlich, der Stoff, dass ich da jetzt einfach drüber bügeln kann. Nicht, dass ich jetzt den verbrenne. Gut, so. Und jetzt kannst du noch einmal diese Naht so umklappen. Nein, nach links auf links. Die zwei Nähte einfach links auf links umklappen. Diese hier? Mir geht es einfach darum, dass die Nähte von der Schleife, du musst jetzt links, die sind jetzt bei dir so auseinandergebügelt, ja? Ja, genau. Hier wirst du die Naht zusammenklappen. Ja. Nein, also zwei Stofflappen meine ich. Und jetzt gibst du mir, ich bin jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht genau, was ihr meint. Also ich habe sie auseinandergebügelt, soweit bin ich. Also schau mal, sagen wir, wir haben jetzt hier deine Nahtzugaben. Und jetzt machst du das nochmal so umklappen, dass wir rechts diese Kante nochmal in einen Schlag bügeln können. Nee, links auf links, links auf links. Andersrum. Super. Und jetzt nochmal bügeln. Genau. Ja. Wunderbar. Meine Güte. Also bin ich so gut in den Näheinleitungen, aber ich lerne das noch. Ihr macht das schon sehr gut. Ich lerne ja auch jedes Mal mit dazu. Ja. Und wer mir ja schon länger folgt, weiß ja auch, dass ich ja es mit Bügeln nicht so habe. Und ich habe im letzten Live So Long mit der lieben Barbara schon ganz viel übers Bügeln gelernt. Da darf man nämlich gar nicht so hin und her bügeln, sondern immer nur das Bügeleisen draufstellen. Also heute wieder eine neue Technik mit dem Ausbügeln dieser Kante. Gut, soweit sind wir. Wir sagen immer, gut gebügelt ist halb genäht. Und ich habe jetzt noch eine Frage im Chat bekommen. Es geht um den Henkel. Wenn das die Rückseite von der Tasche ist, man kann einfach hier einen Streifen Stoff annähen, einfach hier, gell, dass man die Tasche von hinten aufnehmen kann, die Hand. Also nicht so tragen, sondern so. Aber das ist nur auf Wunsch. Genau, und das machen wir heute nicht. Wir sparen uns heute mal den Henkel, sondern wir bleiben bei der ganz klassischen Klatsch, die dann von oben so mädchenmäßig dann getragen wird. So, jetzt brauche ich noch einmal die Mittelnaht, die Bruchkante, richtig? Genau. Das heißt, ich klappe mir das jetzt einmal so zusammen. Genau. Man kann es entweder anbügeln, was wir gerne machen. Wir haben bei Husqvarna einen Heftstich und wir haben jetzt einfach diese Mitte von dem Kontraststoff mit dem Heftstich markiert. Das wäre bei dir bei Opal 1.4, Anna, wenn du das machen möchtest. So, das heißt, ich markiere mir das aber von der rechten Seite, richtig? Genau. Ja, so, 1.4, ne? Entschuldigung. Genau. 1.4 ist eingestellt und die Fixierung rausnehmen, damit er mir das gar nicht... Genau, weil heftig muss die Fixierung...
Und fach jetzt, wo du deine Bügelkante ist, einfach jetzt nochmal von oben nach unten einfach mit dem Kreisstich gehen, gell? So von oben nach unten? Oder? Nee, du musst quer. So wie es jetzt hatte. Richtig. Genau, ja. Das ist richtig. Die komplette Kante oder nur die Mitte davon? Nee, komplett. Also den Kontraststoff. Ah, okay. Genau. Also die Heftstichfunktion finde ich super praktisch, weil wir damit wirklich ganz, ganz viele Sachen markieren, nicht mehr mit Hand, aber auch wenn man etwas grob nähen möchte für eine Anprobe, das macht man nur mit dem Heftstich. Das ist super praktisch. Ja. Ich habe gerade wohl offensichtlich doch den falschen Stich eingestellt. Also welcher Stich war das? 1,4? 1,4, genau. Den hat er mir jetzt zu einem Zickzackstich gemacht. Da macht er einen Zickzackstich draus. Ach, ich bin aber auf B. Ich muss auf A gehen irgendwie, ne? Programm A. Jetzt habe ich jetzt die Maschine. Aber normalerweise, du gehst einfach in Menü, das ist bei dir oben. Bei Stichen, du hast schon eine 1 dort. Da musst du eine 4 eintippen und dann auf OK drucken. Aber es ist ja auch vorhin schon. Ach so, ich weiß, wo der Fehler lag. So, ich habe nochmal 1,4 eingegeben, also nochmal 14. So, jetzt sollte es klappen, ohne fixieren. Genau. Ah, okay. Wunderbar. Also da, wo ich jetzt gebügelt habe, gehe ich jetzt nochmal mit der Naht da durch. Du kannst auch zum Schluss das Fädchen länger lassen, damit du das später auch einfach rausziehen kannst, ja? Ja, in Ordnung. Dann nehme ich nicht die Schere, sondern ich nehme einfach den Nähfuß nach oben. Und du hast seitlich bei der Maschine ein kleines Messerchen, da kannst du einfach deine Faden ganz einfach. Ja. Genau, super, sehr schön, das machst du richtig. So. Jetzt müssen wir wieder bügeln. Jetzt wollte ich dir nur einmal zeigen, wie schön du gestickt hast, dass das hier wirklich genau auf der Linie dann auch ist mit dem Muster. Ah, okay. Da bin ich ja auch immer so ein Fan davon, dass wenn man das natürlich dann schön faltet hin und her, dass man da auch tatsächlich das Muster auch noch mittig hat. So, falten jetzt, ne? Genau. So, einmal von unten bis in die Mitte. Das heißt, hier liegt dann der Kontraststoff rechts auf rechts aufeinander. Korrekt. Und ich lege diese Kante von dem Außenstoff jetzt genau an die Heftnaht, die ich hier vorher gemacht habe. Und jetzt gehe ich da nochmal mit dem Bügeleisen drüber. Mhm. Also mit richtig Druck und Kraft, mit Dampf auch sehr gerne, dass die Kante wirklich gut fixiert wird. Du musst mal mit Kraft. Dass du die Nahtzugabe jetzt von innen auch mitbügelst. So, einmal die Kante außen, einen Moment. Ah, jetzt heiß. dann drehe ich das Ganze noch einmal um. So, genau, die Nahtzugaben liegen jetzt, wenn ich das auf dieser Seite habe, nach unten sozusagen weg. Aber die Kante schon gut gebügelt, Anna. So, und Leonid, erzähl mal die Stickereien. Wo hast du die her? Können andere die sich irgendwo downloaden? Wie funktioniert das? Also die große Stickerei auf dem Hauptstoff, das ist Kampagnenstickerei von der Designer Epic 2. Das ist diese Nähenstickmaschine, die wir haben, weil Inspiration von der Maschine war Natur. Wir haben bereits die Maschine Holzmuster, ob jetzt auf dem Deckel oder hinten. Das war Kampagnenmuster und die Stickerei auf dem Kontraststoff. Wir haben einen Streaming-Dienst bei Husqvarna Vikings, unserer Library. Das Motiv habe ich aus der Library einfach genommen, aber ich wollte einfach etwas nehmen, was gleichzeitig gerade ist, aber auch trotzdem irgendwie auch floral und etwas abgerundet, passend zur Stickerei von dem Hauptstoff. Okay. Und, so, ihr Lieben, jetzt ist es... Die Maschine holen? Egal, das sind die Motive von der Husqvarna Viking, die kann man nicht reinholen, aber jede Stickmaschine hat ganz tolle, wunderbare Motive bestimmt, die man auch benutzen kann. Okay. Ja. So, ihr Lieben, jetzt ist natürlich das passiert, was in meinem Reflex drin ist. Ich habe das Fädchen abgeschnitten an der Seite, dass ich extra lang dran gelassen habe. Hier war ein Faden, den habe ich abgeschnitten. Nee, aber das ist so, ich lasse es extra lang dran und zack, ich lege es mir da hin und schneide es ab. Na gut, also dann muss ich halt da gleich ein bisschen mehr fummeln. Aber egal, jetzt nehme ich die obere Kante und klappe auch diese so zusammen, dass der Kontraststoff in der Mitte rechts auf rechts liegt. Genau. Und die Kante in der Mitte genau auf die andere Kante trifft und jetzt bügele ich mir das wieder schön glatt und mit viel Druck, hast du ja gesagt. Mach ich. Sehr gerne, ja. Und jetzt ist von dem Kontraststoff gerade nämlich überhaupt nichts mehr zu sehen, sondern der ist einmal weggefaltet. Autsch. Ist aber auch immer gefährlich mit dem Bügeln, ne? So.
Einmal von der Seite. No, okay. Und jetzt bügele ich das nochmal ordentlich von der anderen Seite auch. Denn auch da liegt die Nahtzugabe schön glatt. Ach, das ist schon das Buch, das du trainierst, schaut mal. Das ist doch echt cool. Kann man fast auch von links tragen, ne? Ja, ich finde das auch sehr, sehr schön. Sehr, also die ganze Linien stimmen einfach, ist toll. Ja, sieht wirklich sehr hübsch aus. So, so sieht es von der rechten Seite aus. Was muss ich jetzt tun? Jetzt musst du die Mitte von der Kehlefalte markieren und dann, falls deine Nähmaschine eine Regelfunktion hat, das wäre bei dir 1,23, man sollte in die Mitte von der Schleife einen kleinen Riegel setzen. So, das heißt, wie breit ist das Ganze? Dann wegen also der Mitte? Kannst ja auch. Also jetzt auf dem Kopf, das kannst du mal. Was haben wir denn? Das kommt überhaupt nicht sagen. 29, dann sind wir bei 14,5. Genau. Okay, dann markiere ich mir das. So, und jetzt wird an der Stelle der Riegel gesetzt. Dafür ist also, die Fixfunktion jetzt wieder an, ne? Genau, du benutzt jetzt lieber die Riegelfunktion, das ist bei dir 1,23. Ja. Das ist jetzt ein manueller Riegel, was man selbst regulieren kann bei Husqvarna. Das heißt, wir arbeiten mit Rückwärtstasten und können selbst bestimmen, wie lang unser Riegel zum Schluss aussieht. Okay, das heißt, ich lege jetzt erstmal los, bis ich an der Position bin, wo ich meine, dass der Riegel aufhören soll, und dann drücke ich die Rückwärtstaste. Genau, du hast schon eingestellt, die Riegelfunktion, richtig? Ja, habe ich eben gemacht, als du gesprochen hast, bevor ich es wieder vergesse. Ach, so, sehr gut. Rückwärts ist eingestellt. Jetzt sind die Maschinen zurück, genau. Ah, ja, sehr gut. Und wenn du jetzt wieder am Anfang bist, jetzt wieder die Rückwärtstaste drücken. Und dann wird das Stiel automatisch nochmal umstochen, würde ich jetzt sagen. So, der verriegelt jetzt hier. Und schneidet ab. Zack. So, schön. Ein kleiner Riegel in der Mitte. Und hier das Fädchen darf ich abschneiden, ne? Natürlich. Und jetzt musst du leider wieder bügeln. Krieg ich hin. Also jetzt wirklich den Stoff so umklappen. Ja. Dass das wirklich sehr, sehr scharf zum Schluss ist. Genau, das ist gut. Vorsichtig. Wirklich von hier bis zur... Ja, sehr gut. Bis zur Kante da? Bis zur Kante, genau. Das ist natürlich jetzt hier an der Stelle mit den beiden dickeren Stoffen dann da etwas schwieriger rauszuarbeiten. Aber ich schaffe das. Das kriegst du auf jeden Fall hin. So. Also ich habe diese Taschen aus sehr, sehr dicken Stoffen genäht, auch sehr, sehr feinen Stoffen genäht. Und... Na klar, bei den dickeren Stoffen, man braucht etwas mehr Übung, aber das geht in der Tat wirklich sehr gut. Und sag mal, Leonid, kann man die Bügelarbeiten sozusagen auch mit einer Textilpresse machen? Oder wäre es besser, also wegen dem Druck einfach, oder lieber ein Bügeleisen? Egal, bei der Textilpresse kann man nicht die Origami-Schleife so gut falten, dabei festhalten, weil das muss man mit der Presse fixieren. Ich glaube, mit dem Bügeleisen, das wäre einfach besser. Man kann zum Schluss, wenn das fertig ist, natürlich auch mit der Presse machen. Aber jetzt vorbügeln, was jetzt Anna macht, würde ich nur mit dem Bügeleisen machen. Mhm. Ach, jetzt kommt die Stickerei richtig gut zu Geltung, finde ich. Hier sieht man ja, ist richtig schön. Also was ich jetzt nicht hinbekomme, ist hier den Stoff da, wo der Riegel ist, auch so hinzulegen, dass direkt das der Kontraststoff anfängt. Aber den Rest, den habe ich so ausgebügelt. So, die andere Seite genauso. Auch das klappe ich mir jetzt wieder so auf. Aber das ist toll, guck mal. Das hast du sehr schön gemacht mit der Stickerei. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben bei der Maschine eine Funktion, das heißt Design, Positionierung. Ich kann immer ganz genau bestimmen mit der Maschine, wo ich meine Sachen sticke. Das war sehr, sehr praktisch. Hier ist es auch so perfekt geworden. Ich glaube, ohne diese Funktion, das wäre nicht so schön, oder Matthias? Das liegt also, diese Funktion liegt nicht nur an mir, das muss ich gleich ehrlich sagen. Die zweite Seite mache ich jetzt genauso, ne? Auch das klappe ich jetzt einmal so identisch. Nach oben weg. Genau. Ich glaube, hier wäre so ein Thermohandschuh echt praktisch. Wir haben einfach Industrieanlage bei uns. Hier geht es einfach
glaube ich, ist schnell und einfacher. Ja, mit einem Tisch, der absaugt, fest. Genau. Sag mal, ihr Lieben, wir hatten vorhin in der Vorbesprechung mal darüber gesprochen, dass ihr ja auch noch eine kleine Überraschung vorbereitet habt. Mit einem Rabattcode. Ja. Ah, genau. Ja, das, cool. Wir haben zwei Bereiche vorbereitet. Ach so, Entschuldigung. Also, ich meine jetzt erstmal den Rabattcode, weil ich habe ja eben schon erzählt, ihr habt ja einen Laden, wo man fertige Sachen kaufen kann und diese Nähanleitungssachen, die ihr da habt, ist ja auch, bietet ihr auf eurer Seite kostenlos dann auch noch an für alle, ja, die halt ganz gerne auch mal selber nähen wollen. Aber euer Kerngebiet ist ja tatsächlich der Bereich, dass ihr fertige, designte Sachen verkauft. Und auch im Online-Shop. Richtig. Okay. Richtig, genau. Und heute mit dem Code ANNA15 bekommt man 15% auf alle Artikel, die man heute bei uns im Online-Shop shoppt. Bis, dann können wir an dieser bis 0 Uhr heute. Oh, wow. Ich hab Zeit, dann gucken wir doch am besten nochmal eure Fotos an. Dann können wir uns auch mal so ein Bild machen von dem, was ihr denn tatsächlich designt und was es auch bei euch zu kaufen gibt. Dann gucken wir sehr da einfach gern mal rein. Film ab! Ihr könnt ja da gerne noch ein bisschen was dazu sagen, wenn euch da was Spezielles einfällt. Ich habe einfach eine bunte Auswahl genommen, die Bilder aus den letzten Jahren, also alte Sachen, neue Sachen. Man sieht einfach auch sehr, sehr gut, wie unterschiedlich die Sachen sind von der Aussage her. Also wir machen Sachen, die elegant sind, couturig, ausgeflippt, avantgardistisch, aber wie gesagt, alles außer Basics, das sind diese Fischketten. Das ist unser Bester seit über 11 Jahren. Das ist auch das, was jetzt die Dame auf der Brücke hat. Das ist unser Schmuck. Jetzt sieht man das auch sehr, sehr gut noch einmal. Das war einfach die Gedanke, das wäre ein Produkt, also Sushi, Soße-Flasche, die man normalerweise wegschmeißt, dass wir daraus etwas machen, was einfach formschön ist. Einfach ein Zeichen dafür, dass man vielleicht mal stehen bleiben sollte und die Sachen mit dem anderen Augen angucken sollte, die Sachen hinterfragen sollte und auch natürlich für die Umwelt zuliebe, weil unsere Ozeane sind voll mit Plastik und wenn wir wirklich diese Plastikflut reduzieren, indem wir die Sachen weiterverarbeiten, das fand ich ganz, ganz charmant und auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch unser Lieblings, das ist Sani, auch unser Model, unser Maskottchen, genau. Da ist das er nochmal. Genau, auch aus dem Kollektionsstoff. Das ist unsere japanische Kollektion, weil wir wirklich sehr, sehr gerne uns bei ganz, ganz vielen Einflüssen, Inspirationen bedienen. Das ist Unisex, was man auch sieht, zwei Oberteile, die Mann und Frau tragen, die identisch sind. Nur die Stoffe sind etwas unterschiedlich. Ein Paradenbeispiel dafür, was wir mit der Husqvarna-Maschine sticken. Wir haben das Motiv komplett auf der Maschine, auf dem Display zusammengestellt aus den Motiven, die einfach in den Maschinen drin sind. Die Inspiration war Alice in Wonderland. Das ist etwas couturig, eine Bluse mit Handprint, mit ganz vielen Stickereien, mit Rüschen und ein Rock, was dann auch etwas ausgefallener ist. Genau, das ist auch Matthias zu sehen auf dem Bild, hier, wenn man genau anschaut, im blauen Hemd. Das ist ein Suchbild. Das ist genau, das ist unser Abendmahl. Aber mit Stoffen, mit der Nähmaschine. Und man sieht, wie unterschiedlich die Leute sind, die bei uns einkaufen. Wir haben das, da bin ich auch in der Mitte zu sehen. Das sind wirklich keine echten Models. Das sind Leute, die unser Kunden sind oder Nachbar oder Praktikanten. Wir haben gesagt, dass wir keine Kunden haben, die Models sind. Unsere Kunden sind echte Menschen. Das sind vielfältige Menschen. Und hier haben wir eine Aktion gestartet, eine Fotoshooting-Kollektion Diversity, wo einfach alle Models keine Models sind, sondern reelle Menschen. Dass man es auch, ja, sehr, sehr schön. Sehr, ah, das seid ihr in Frankfurt. Kunden, genau, das ist unser Skyline. Und wir haben auch Kunden, die Anna, die Dame vorne, sie ist 80 Jahre alt, glaube ich. Oder? Wie alt ist Anna nochmal? Noch nicht ganz, aber bald. Bald. So in 30 Jahren. Nein, die ist 75 Jahre alt. Wie alt ist Anna? Also wir haben wirklich Kunden zwischen 20 und 80 Jahre alt, was man sehr gut sieht. Das ist unser Wanderbags. Wir haben die auch mit dabei hier. Ja.
Also man sieht, ihr habt wirklich ganz, ganz vielfältige Dinge bei euch, die ihr dann auch einfach, ja, ihr habt eine Idee und setzt sie dann auch direkt um. Das finde ich ganz großartig. Und jedes Teil ist dann auch bei euch ein Einzelstück? Wir haben sehr viele Einzelstücke, aber auch Mini-Kollektionen. Ja. Machen wir ja auch. Sehr schön. Danke für den Einblick in eure Arbeit. Und wie gesagt, mit dem Rabattcode 15% findet man ja heute auch einiges in eurem Online-Shop vergünstigt. Wer sich da angesprochen fühlt und Lust hat auf ja etwas ausgefallenere Mode, der ist bei euch auf jeden Fall ganz richtig. So, wir kommen zurück zu unserer Schleife. Die ist mittlerweile auch ausgekühlt. Also ich verbrenne mich nicht mehr. Und ich finde, das habe ich doch ganz gut hingekriegt. Ich will sie zu sehr selber loben. Wer weiß noch, was da noch alles passiert. Und jetzt geht es um die Ecken. Ja, vielleicht vorher noch die Zeit nutzen, um einige Fragen zu beantworten. Welchen Stoff hat Anna jetzt? Welchen Stoff haben wir ihr geschickt? Das ist ein fester Baumwoll-Saton, das ist der grüne Stoff. Und der braune Stoff war eine Baumwollmischung. Das ist ein sehr feiner Stoff. Damit der Stoff aber die gleiche Festigkeit bekommt wie der grüne Stoff, habe ich den Stoff in der Tat dreimal mit Flieseline fixiert. Der ist wirklich sehr fest. Die Flieseline, die Einlage, gibt es da auch welche mit Naturfasern, mit Baumwollfasern? Soweit weiß ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Und die Stickmotive, die auf der Maschine sind von Husqvarna Viking, sind die auf jeder Maschine gleich? Nein. Oder gibt es da unterschiedliche? Also wie gesagt, jede Maschine hat eigene Motive. Das Motiv aber den grünen Stoff gibt es nur bei der Epic 2, diese Nähenstickmaschine. Das war, wie gesagt, Kampagnenmuster, weil die Maschine ist überall mit diesem Muster verziert. Ob jetzt der Deckel oder die Rückseite von der Maschine, Inspiration von der Maschine war Natur. Wir haben hier nicht nur ein skandinavisches Design, was so typisch ist. Wir haben das, was ich sehr, sehr liebe. Wir haben Linien, die sehr, sehr gerade und sehr, sehr rund sind. Also Kontrast zu der Natur selbst. Das Muster gibt es nur bei Husqvarna. Und das Muster von der Schleife, das gibt es bei allen Maisonet-fähigen Maschinen. Das heißt, das gibt es bei Husqvarna Viking zu einem und bei manchen Pfaff-Modellen, wo man Zugriff auf Library hat, kann man das Motiv auch noch benutzen. Genau. Ja, so ist es halt, ja. Ich muss auch kurz jetzt das ist gut, dass du das gerade erwähnst mit Pfaff. Das habe ich nämlich auch von euch gelernt. Das wusste ich nämlich zum Beispiel gar nicht, dass ja Pfaff mittlerweile auch mit zur Husqvarna-Familie gehört, beziehungsweise zu dem Dachverband. Und deswegen war mir dieses, dass jetzt plötzlich der Hebel hinten fehlt zum Hoch- und Runtermachen, gar nicht so fremd, weil ich das bei meiner Pfaff-Maschine nämlich genauso gesehen habe. Und die machen auch die gleichen Geräusche, wenn die starten. Also ich fühle mich da schon ein Stück weit zu Hause. Genau, am Anfang, die Maschine kalibriert sie, das sind Computermaschinen und das Geräusch, was ich sehr mag, das ist wirklich das Geräusch von der Kalibrierung, so trrrr, und dann weiß man schon, okay, jetzt kann ich loslegen, richtig, ja. Das erste Mal, als ich das gehört habe, habe ich mich tierisch erschrocken, da hatte ich gerade tatsächlich eine Tasse Kaffee in der Hand und machte wirklich diesen hier, aber wenn man das einmal weiß, dass das passiert, ist das ja in Ordnung. Genau. Ja, sehr schön. Aber gute Maschine tatsächlich. Die hat bis jetzt noch nicht rumgezickt oder ähnliches. Und das ist nicht dünn, was wir hier zusammen nähen. So, wir sind bei den Schleifen. Jetzt muss ich ja die Ecken einklappen. So, ich habe mir das gestern in der Beschreibung durchgelesen. Ich war mir jetzt aber nicht so sicher. Man kann die jetzt einfach einmal so einklappen, dass an der Stelle ganz, ganz viele Lagen sind. Oder aber ich klappe es erst auseinander und klappe es dann einmal so rein, um es dann wieder übereinander zu klappen. Ich war mir nicht sicher. Nein. Also ich würde das anders machen. Schau mal, die erste Variante war richtiger, weil jetzt würde ich achten, dass diese Kante, die offen ist, genau mittig auf dem Bruch liegt. Wenn du jetzt dieses Schleifenteil aufklappen solltest, du siehst jetzt diese Bruchlinie, genau. Jetzt musst du schauen, dass diese offene Kante genau in diesen Bruch kommt. Richtig. Einmal so als Dreieck Fall, weg. Ja, richtig. Du kannst nur die Fettchen abschneiden, wenn du magst, dass man die später auch nicht sieht. Und dann nach dem Bügeln, wir bekommen wirklich ein sehr, sehr schönes Schleifenform, wie auch bei uns, dass man wirklich sieht, auch hier sehr, sehr gut, dass es wirklich viel ist, was man letztendlich... Genau. Okay. Und jetzt nähe ich das ganze Teil jetzt hier zurück? Also nähe ich jetzt einmal hier entlang oder mache ich hier nur einen Punkt? Komplett ansteppen. Komplett. Also das heißt, das ist hier jetzt komplett aufgenäht. Okay. Welche Stich darf ich hierfür nehmen? Jetzt habe ich ja noch den Riegel eingestellt. Ganz einmal Doppelstich.
In diesem Fall würde ich zum Beispiel gerne mit der Fixfunktion arbeiten, dass man zum Schluss die Fäden nach links reinzieht und mit Hand verknotet. Weil ich finde nicht schön, wenn man von rechts, von der rechten Seite irgendwas vernäht. Man sieht immer diese Regelstellen. Ich habe hier komplett mit Fix gearbeitet, damit es genauso sauber und couturig aussieht. Okay, und das ist aber der Einserstich, ne? Genau, das kannst du normal geradeaus, Doppelstichstich. Okay, also Fix ist drin. Und ich nähe jetzt zu der langen Seite. Also ich nähe von der Schleifenspitze. Soll ich eine Hebamme dahinter legen noch? Oder meinst du, das geht so? Das wird jetzt so gehen, der Husqvarna. Okay, dann probieren wir das aus. Weil es ist schon sehr steil jetzt hier, ne? Mhm. Ich schiebe ein bisschen mit, damit es einmal vorne drüber gehen kann. Mal gucken, dass ich hier hinten Platz habe. So. Und die Maschine transportiert eigentlich sehr, sehr gut, finde ich. Ja. Dafür, dass sie so klein ist, ist ein kleines Kraftpaket. So, stoppen. Und man muss dazu sagen, das ist Leonids Lieblingsmaschine. Von den kleinen, genau. Also wenn es um die große Stickmaschine geht, ich nähe und sticke nur mit der Epic 2. Wenn es klein sein sollte, dann nur mit der Opal. Ich liebe sie. Das sind also zwei Favorites von mir. Ja, schön. So. Also so festgenäht ist es, hier ist das Fädchen und das ziehe ich jetzt mit der Nadel einmal nach hinten weg. Genau, also wie gesagt, wir arbeiten immer so, dass wir von rechts nichts abschneiden. Ja. Ich mag es auch nicht, wenn man ein Kleidungsstück hat, wo die Fädchen abstehen. Wenn wir Praktikanten haben und auszubilden, wir sagen auch immer, Leute, das ist ganz, ganz wichtig bei uns, dass alle Fädchen werden nur von links vernäht und dann auch abgeschnitten. So, von hier ist nichts mehr zu sehen. Ich lasse das jetzt hier aber dann so stehen, damit es sich nicht wieder nach vorne zieht, weil vernähen also kann ich sie nicht, weil an der Stelle der Faden viel zu klein ist. Man kann wirklich in diese Steppstich das quasi mit rein noch nähen, mit der Hand, oder einfach kurz abschneiden, das war's. B, ich wähle Tor B, ich schneide ab. So, perfekt, wunderbar. Schau mal, diese Stelle ist ja quasi manuell punktuell geriegelt, da kann nichts mehr passieren. Ja, so, super, das habe ich jetzt auf der einen Seite gemacht. Das mache ich auf der anderen Seite auch genauso. Das heißt, ich klappe es mir erst wieder auf, um hier meine Kante zu sehen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder in die Mitte komme für unser nahes Bild. So, hier habe ich die Bügelkante und jetzt klappe ich die Spitze da einmal wieder rein. So. Und klappe das Ganze dann wieder auf. So. Du kannst das auch erstmal bügeln, dann nochmal umklappen, wie du magst. Es ist so, als Markenbotschafter, wir machen pro Jahr 4 Nähprojekte, dass man die zu Hause nachnähen kann, aber dass man auch die eigene Maschine kennenlernen kann. Und uns ist sehr, sehr wichtig, dass die Projekte anspruchsvoll aussehen, aber dennoch letztendlich einfach zu nähen sind. Und die Tasche, wenn man die versteht, ist wirklich super einfach zu nähen. Und geht ja, das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Also es sieht edler aus, als es von den Arbeitsschritten nachher tatsächlich ist. Also das finde ich auch sehr faszinierend. Man muss erstmal verstehen, worum es geht, aber danach ist die auch sehr, sehr schnell genäht tatsächlich. Man muss einmal die genäht haben, um zu wissen, wo was wie hingefaltet wird und wo man welche Positionen der Knöpfe und sowas hat. Aber wenn man das einmal verstanden hat, wie das nachher sich dann aufbaut, ist die ganz schnell genäht. Absolut richtig. Und das ist auch unsere Stärke, dass wir es schaffen, mit sozusagen relativ simplen Tricks eine sehr komplexe und wunderbar schöne aussehende Tasche oder Kissen zu kreieren. Also auch bei anderen Nähprojekten bei uns auf der Seite, die man gerne nachnähen kann, merkt man das auch sehr schnell, dass mit wirklich Leichtigkeit und mit pfiffigen Tricks dann wunderbare Kreationen entstehen. Wir haben noch mit dieser Schleife zum Beispiel auch ein Kissen genäht. Das ist ein Kissen für ein Sofa, was auch diese Schleife in der Mitte hat. Das ist noch einfacher zu nähen, aber sieht auch ganz, ganz toll aus. Ja, also ich finde, das ist auch sehr, ganz gut geworden. Ist fast gleichmäßig. So. Jetzt die unteren Teile mache ich genauso. Ich klappe das also erstmal wieder hoch, klappe dann die Ecke in die Mitte, dass sie hier unten mal, an der Bruchkante ist. Anna, ja? du kannst schon jetzt sogar bügeln. Du kannst das umklappen und schon jetzt sogar bügeln, wenn du willst. Ah. Wenn es einfacher ist. Kannst du auch machen. Es ist heißer auf jeden Fall. So.
und dann nach unten. Nochmal umklappen und nochmal flach bügeln zum Beispiel. Ja. Also wenn jemand sagt, es ist für mich einfacher, es sind alle Optionen offen, wie man das zu Hause nähen, nachnähen kann, klar. Ja. Hier kommt direkt die Frage, ob man diese Tasche bei euch auch kaufen kann. Habt ihr die auch bei euch mit im Sortiment fertig, dass man sich gar nicht die Arbeit machen muss? Ja, wir verkaufen die Taschen auch, genau. Wir haben ganz viel, damals, wir waren von diesen Taschen selbst übermaßen begeistert und wir haben davon ganz, ganz viele genäht und wir haben jetzt nur noch 3, glaube ich, im Laden. Sind alle weg? Ja. Also, dann machen wir hiermit den Aufruf. Alle müssen die Taschen jetzt nähen, die schicken die dann zu euch und dann habt ihr euer Sortiment dann wieder aufgefüllt. Ja, wir müssen nur noch die Taschen belabeln. Und ich habe die Tasche auch aus dem Jeansstoff genäht und das sah in der Tat sehr, sehr sportlich aus, sehr cool sportlich aus. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wie gesagt, ich fand das mit meinem Bundeswehr-Zeltrest mit den Pudeln eigentlich auch eine ganz witzige Idee. Ja. Macht halt nochmal einen komplett anderen Stil, ne? Also. Das ist das Schöne an solchen Sachen, dass man sich da austoben kann, was einem dann auch gefällt. Und ich finde auch, es eignet sich auch hervorragend, um Stoffreste dann zu verarbeiten, wenn es hier um den Kontraststoff zum Beispiel geht. Da braucht man ja tatsächlich nicht so ein großes Stück von. Da kann man das dann schön damit einbauen. Oder wer halt eine Stickmaschine hat, so wie ihr das ja auch gemacht habt, hier mit einem Stickmuster dann noch versehen. Und wo ist er jetzt hin? Da. Also wir sagen sowieso, dass die Restenverwertung ist was Wunderbares, weil man zu einem nachhaltig arbeitet. Zum anderen, es gibt immer wieder was zu Hause, was klein ist, aber was man nicht wegschmeißen kann. Und für so eine Tasche, so ein Kontrast, was cool aussieht, ist wirklich sehr, sehr eine schöne Sache im Fall. Ha, ja, du bist ja gleich fertig, Anna. Ja. Wir wollen mal den nicht vor dem Abend loben hier, ne? Wer weiß, was mir noch alles einfällt. Wir haben ja noch einen Magnetknopf gleich, den wir ja auch noch bearbeiten wollen. Da kann ich ja schon mal vorab sagen, für die Leute, die keinen Magnetknopf haben oder sowas, ist auch nicht schlimm. Man kann, da müsst ihr euch jetzt bitte die Ohren zuhalten, auch einen Campsnap nehmen. Das ist im Hobbybereich natürlich ganz weit vorne. Ich glaube, da kriegt ihr mit euren Couture-Sachen dann doch eher die Krise, wenn man da mit einem Campsnap arbeitet. Aber es geht ganz genauso gut. Oder man nimmt einen anderen Knopf oder einen Druckknopf aus Metall oder ähnliches. Die sieht man ja sowieso nicht nachher. Und da seid ihr dann auch ganz frei. Also ich habe nichts gesagt zu Campsnaps. Habt ihr nicht gehört. Ich meine, das ist ja das Beste, wenn Projekten von uns, man kann die einfach als Grundlage nehmen und dann zu Hause einfach auf eigene Bedürfnisse anpassen oder darauf, was man zu Hause hat. Und wenn man zu Hause nur ein Stück Klettband hat, kann man auch Klettband von mir aus aufnähen. Ich kann mir die zum Beispiel auch wahnsinnig gut vorstellen aus so einem richtig schönen, butterweichen Kunstleder. Ich habe witzigerweise tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, von meiner Oma so eine Klatsch geerbt, die ich dann ganz gerne mal benutze, wenn es mal etwas feiner sein darf. Die ist allerdings knatschrot, also die ist wirklich ein absoluter Eyecatcher. Aber da kann ich mir, wie gesagt, gut vorstellen, weil die halt so schön... So ganz geschmeidig ist an den Händen, ne? Dass man die halt auch wunderbar, also das mit einem schönen Kunstleder dann auch machen kann. Absolut. So. Jetzt kannst du die Tasche einfach auf. Nee, ich muss noch Faden, den letzten Faden wieder zurückziehen. Und dann kannst du die Tasche komplett auf rechts umdrehen und von links komplett jetzt bügeln. Also Faltenbereich, Schleifenbereich und auch den Stoff vorne, dass alles sich glättet. Jo. Guck mal, wie schön das aussieht, Matthias. Seid ihr selber überrascht? Also es ist ja immer so, als ich den Stoff bestellt habe, ich habe mir schon natürlich Gedanken gemacht. Ich wollte auch von Gunold 5 oder 6 Garnfarben mit reinnehmen. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch sehr gut. Aber es ist etwas schwierig vorzustellen, wie das Ganze zum Schluss wird. Und ich war mir unsicher, ob wir das Holzmotiv mit dem anderen Motiv kombinieren können. Und jetzt bin ich sehr, sehr positiv überrascht, dass es echt so gut aussieht. So, jetzt bügel ich das jetzt Ganze von Tasche der linken Seite nochmal flach. Wer doch gelacht. Genau. Ich muss sagen, lieber Leonid, ich werde dich demnächst dann immer anrufen. Das ist viel angenehmer, wenn du mir sagst, was ich zu tun habe, als wenn ich mich irgendwie durch Anleitungen durchlesen muss. Ich weiß, da steckt immer sehr, sehr viel Arbeit dahinter, aber ich genieße gerade tatsächlich den Luxus, dass du mir genau sagst, was ich zu tun habe. Tasche ist ja nun wirklich nicht meine Kernkompetenz, ne? Also dieses auf Millimeter genau arbeiten, da kriege ich ja regelmäßig die Krise.
Das ist bei Kleidung nähen, da bin ich nicht ganz so genau. Das kann auch mal ganz gerne ein paar Zentimeter, nein, ein paar Zentimeter wäre ein bisschen viel, aber ein bisschen auseinander dann auch gehen. Aber hier bei Tasche, also wenn da das auf einen Millimeter nicht stimmt, das siehst du ja dann auch sofort, ne? Also man kann noch etwas wegbügeln, in der Tat. Ja, wenn man gerne bügelt. Aber das sieht doch gut aus. Ja, ich finde es auch, es ist sehr schön geworden. Ich gebe mir auch sehr viel Mühe, aber das ist wirklich schön, dass du mich da entsprechend auch anleitest. So, unsere Schleife ist fertig. Jetzt gehen wir zu den Knöpfen rüber, gell? Genau, das heißt, ich nehme das andere Stoffteil. Nee, erstmal das Stoffteil. Ach, erst also das, ich habe jetzt das Skizze gemacht und dann sieht vielleicht hier eine Schleife Gel bei mir. Kannst du damit mal ganz nah an die Kamera dran gehen, Leonid? Weil ich sehe nichts außer einem weißen Blatt Papier. Noch ein Stück. Ah, jetzt ein bisschen tiefer. Ja, jetzt habe ich es. Jetzt sehe ich die Schleife, ja. Also, wir müssen jetzt von der anderen Seite, die gegenüberliegende Seite, 12 cm abmessen, ja? Von hier, also da, wo du nett reingestickt hast, fange ich an. Von da unten, 12 cm. Die gegenüberliegende Seite von der Schleife, genau. Ja. Jetzt knicke ich mir das erst noch einmal so zur Hälfte. Genau. Dass ich weiß, wo denn auch die Mitte ist. So, und davon 12 cm. Habe ich. Ich habe es gefunden. Super. So, das markiere ich mir jetzt auf der rechten Stoffseite. Richtig. So. Und da kommt dein Druckknopf oder Magnetknopf, was immer man dir zu Hause machen möchte. Kommt jetzt was der mit dem ist? Schnupsi nach drin an diese Stelle oder kommt der Schnupsi nach draußen? Nein, das ist richtig. Das ist schon richtig. Richtig, ja. Das, was jetzt wackelt. Ja, genau. Genau. Weil wenn du auf deinen Bildschirm zeigst, kann ich das leider nicht sehen. Tut mir leid. Natürlich hast du recht. Manche sagt die ganze Zeit, du musst nach oben schauen. Ich schaue die ganze Zeit auf das Display, aber ich muss in die Kamera schauen, ich weiß. Nein, alles also, was gut. Jetzt, also was so. Ist hier wichtig, ist, wenn man jetzt hier einen Druckknopf oder Magnetknopf nimmt und der Stoff feiner sein sollte, man kann das von der linken Seite immer noch mit einem Stück Glycerine auch fixieren. Und wir haben das auch geschrieben, wir machen Glycerine auch mit der Zickzackschere ausschneiden. Einfach dafür, dass diese Nahtzugaben für die Glycerine sich nicht durchdrucken. Da der Stoff schon hier fixiert ist, auch mit dem Stickvlies, man muss hier bei anderen nichts mehr machen, genau. Also ich habe jetzt zwei kleine Löcher gemacht mit dem Nahtauftrenner und diese Schnupsis, die ich hier dran habe, jetzt richtig? Durch den Stoff einmal auf die Rückseite durchzudrücken. Dabei wirklich vorsichtig sein, dass man das da nicht zu groß ausschneidet, aber auch nicht zu klein, so wie ich jetzt hier. Ich muss da nochmal ein bisschen nachschneiden und doch jetzt einen Tacken zu klein. Also nur ein bisschen genau und dann? Ja. Und da wirklich vorsichtig arbeiten, dass das Loch nicht zu groß wird. Dann kann man das von vorne nach hinten so durchstecken, super. Geht auf die Rückseite und dann hat man so ein Plättchen. Und dieses Plättchen kann man dann hier einmal so drüber setzen und dann drückt man die Schnupsis auseinander. Drückt ihr die in die Mitte oder drückt ihr die nach außen? Ich mache das immer so, wenn der Stoff feiner ist, ich drücke die zur Mitte hin. Wenn der Stoff fester ist, nach außen hin. Also nach einfach außen in diesem Falle. Ja, das kannst du machen, damit sie sich einfach nicht durchdrücken später. So. Damit sehr ist der gut, erste Magnetteil hier dann einmal fixiert. Das sieht echt hübsch aus. Das sieht gleich so professionell aus, finde ich, zum Magnetknopf. Das ist echt toll. Ja, sieht sehr schön aus. Gefällt mir auch sehr gut. So, jetzt nehmen wir den zweiten Stück Stoff. Genau. So, das lege ich zur Seite. Eine kurze Zwischenfrage. Ja. Wann kann der Hauptfaden wieder rausgenommen werden? Im vorherigen Schritt. Das haben wir jetzt vor lauter Plaudern ganz vergessen. Genau, bevor man das jetzt weitergeht, man kann von der Schleife diese Heftstück einfach rausziehen, genau. Ach, den müssen wir noch rausziehen, ja, dann kann ich ja noch machen. So. Das habe ich komplett vergessen. Vielen Dank, du hast es gefragt. So, dann, weil ich ja so schlau gewesen bin. Vielen Dank für deine sehr gute Frage, da hast du echt sehr gut aufgepasst, richtig. So, weil wir ich hier nämlich, immer, Anna, ja, ich habe das ja lang... Aber man zieht immer den unteren Faden. Immer den unteren Faden. Ja, aber ich muss mir ein bisschen Platz schaffen, weil ich den noch so kurz abgeschnitten habe. Deswegen, ich ziehe dann den Oberfaden so ein bisschen raus, weil ich den hier besser sehen kann. Und dann habe ich den ja auf der Rückseite auch. So.
Und jetzt müsste ich ja den eigentlich rausziehen können. Ja, klar. Tue ich nicht. Hängt so fest. Dann, also den kriege ich da nicht raus. Der ist vielleicht ist der zu sehr in der Stickerei dann mit verknotet oder so. Das weil guck mal hier, da in der Mitte ist es ja durch diese Blume da sehr stark. Okay, jetzt wird's spannend. Oh. So, hast du vorhin den Heftstick eingestellt oder? Ich habe das eingestellt, was du mir gesagt hattest. Ich habe aber wahrscheinlich, hätte ich die Fadenspannung, nicht die Fadenspannung, die Stichlänge noch verändern müssen. Nein, nein, also bei dem Heftstich, das ist der Vorteil, dass die Maschine gleich locker näht. Ja, genau. Jetzt geht es ja besser. Also ich ging leider nur besser, weil ich den Faden schon rausgezogen hatte. Ich bin jetzt leider Corona-bedingt nicht bei dir, sondern quasi bei uns, weil normalerweise dieser Stich ist so, dass die Fadenspannung sehr, sehr locker und die Stichlänge ist so groß, dass man das normalerweise ganz, ganz einfach rausziehen kann, weil wir damit ständig arbeiten. Und jetzt weiß ich natürlich jetzt nicht, was bei dir das Problem ist. Das sieht man jetzt auf dem Bildschirm auch leider nicht. Nee, das ist, also wenn ich mir den Stich angucke, dann ist das ein ganz normaler Steppstich geworden. Der hat zwar am Anfang und am Ende nicht verriegelt, aber der ist jetzt nicht mit einer großen Stichlänge. Also wir brechen das an dieser Stelle einfach ab, weil das Prinzip ist klar. Man muss diesen Stich, der da gewesen ist, einfach, also diesen Faden, der in der Mitte gewesen ist, den muss man entfernen. Und normalerweise, wenn man den richtigen Stich eingestellt hätte, dann kann man den einfach so rausreißen. Diese Möglichkeit gibt es ja auch noch. Hier mit dem... So. Das kann sein. Anna, ich glaube, wir haben zwar den Stich eingestellt, aber zum Schluss nicht auf OK gedruckt. Oder hier hat die Maschine ganz normal weitergenäht. Das ist die einzige Erklärung jetzt. Das ist ja egal. Wir wissen ja, was gemeint ist. Das kann ich ja dann tatsächlich ja noch rausholen. Das kriege ich ja auch von vorne noch mit raus. Ganz genau, ganz genau. Aber da brauchen wir uns jetzt ja nicht aufhalten. Jetzt kommen wir zum Gegenknopf. Anna, die Tasche ist genau sehr, sehr beliebt. Die Frage ist, kann man genau diese Tasche kaufen? Diese hier jetzt, die ich jetzt gerade nähe. Ja, genau. Also genau diese oder genau das Muster, also diese Farbkombination. Also Sarah hätte genau diese Tasche und fragt, ob man sie kaufen kann. Das, also Leonid, du müsstest jetzt in die Produktion gehen, um genau diese Stoffkombination herauszubringen. Die Überlegung, die ich nur habe, ist, ob wir diese Tasche hier vielleicht am Anschluss auch noch mit irgendwie in eine Verlosung mit reinbringen oder sowas. Sofern sie denn so wird, dass man sie auch gut sehen, also gut vorzeigen kann. Dann ist zwar nicht euer Label mit drauf, aber das wäre noch eine Überlegung. Dann hätte man zumindest die Chance. Also man kann das sehr gut machen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe diese Tasche mit den Stoffresten gearbeitet. Ich habe diesen Stoff für nichts mehr, weil ich, wie gesagt, auf diese Resteverwertung stehe, das sehr wichtig finde. Das heißt, genau diese Tasche kann man jetzt gewinnen, zusammen mit dem Paket, das wir auch mit Matthias verlosen. Das ist eine sehr gute Idee, auf jeden Fall. So machen wir das. So, damit habt ihr jetzt gerade auch erzählt, dass ihr auch noch was zu verlosen habt. Darauf wollte ich euch ja noch gar nicht bringen, aber sehr gerne. Könnt ihr gerne machen. Also haut raus. Wunderbar. Ich habe mich verklappert, Leute. Okay. Nein, so, hast du nicht, aber das ist gerade sehr gut, weil in der Zwischenzeit kann ich hier dann doch nochmal diese Heftnattern auftrennen. Die nervt mich jetzt. Also das so kann ich einfach so stehen lassen. Erzählt ihr was zu eurem Gewinnspiel. Genau. Wir haben ein Papier zusammengeschnürt und die Frage der Fragen ist, welches Geschenk hat Pablo Jacqueline aus Köln mitgebracht? Also es geht um unsere Fashion Sitcom, Addressing Story. Und wenn man sie genau anschaut, man weiß ganz genau, was Jacqueline geschenkt bekommen hat. Wo genau findet man Jacqueline? Die findet ihr entweder bei uns auf dem Kanal oder bei uns auf der Website unter Mode und dann Sitcom Addressing Story. Unter Mode findet man auch die Nähanleitungen und da findet man auch die Sitcom Addressing Story. Und dort findet man heraus, welches Geschenk Pablo Jacqueline aus Köln mitbringt. Okay. Das ist dieser Mini-Film, was wir heute euch gezeigt haben. Das war quasi die...
Der Trailer. Der Trailer, danke dir. Genau, da könnt ihr am Ende auch nochmal zurück an Anfang unseres Streams dann, wenn ihr dann da auch nicht sicher seid. Aber ansonsten habe ich ja mitgekriegt, das ist ja auf eurer Website zu finden. Das ist eine sehr schöne Idee. Genau. Und als ersten Preis, was verlost ihr? Weil der zweite Preis wäre jetzt diese Tasche. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann Preis ist. Wir werden mal gucken, ob das, wie das am Ende geworden ist. Aber ihr habt euch was Schönes einfallen lassen. Genau, wir haben ein Überraschungspaket zusammengestellt und das ist das der Hauptgewinn. Genau. Ja. Wichtig nur für euch, ihr Lieben, die ihr da draußen zuschaut, nicht jetzt in den Chat reinschreiben, sondern wenn der Stream gleich beendet ist, unten in die Kommentare rein. Denn dieses Gewinnspiel läuft dann bis heute Abend 20 Uhr oder was hattet ihr euch ausgedacht? Ja, ne? Bis 0 Uhr. Bis 0 Uhr, gut. Also bis heute um Mitternacht läuft dieses Gewinnspiel und unter allen Kommentaren, die nachher unter diesem Stream, also unter dem Video stehen, wird einmal das Überraschungspaket dann verlost und zum Ende auch noch die von mir hier höchstpersönlich genähte Klatsch. Ich packe auch gerne noch mal ein bisschen was anderes noch mit dazu, auch zur Überraschung, damit ihr, falls die Klatsch in echt dann doch nicht so aussieht wie jetzt hier im Video, ihr vielleicht noch irgendwas anderes dann noch mit dabei habt von mir. Aber wir auf alle Modalitäten von dem Gewinnspiel gehen wir am Ende noch mal ein, damit auch alle genau wissen, was zu tun ist, wenn der Stream dann beendet ist. Sehr schön. Also unter allen richtigen Fragen wird das verlost und die Frage ist etwas knifflig. Man denkt, es ist einfach zu beantworten, aber man muss ein bisschen aufmerksamer sein, um diese Frage beantworten zu können. Richtig, genau. Um sie richtig zu beantworten. Genau. Genau. Auf den ersten Einblick denkt man, ah ja, ist ja ganz einfach und dann muss man einfach ein bisschen aufpassen. Also das Überraschungspaket ist schön, da muss man sich ein bisschen Mühe geben, haben wir uns gedacht. So. Das ist eine sehr schöne Idee. So, jetzt kommen wir zurück zum zweiten Teil des Knopfes. Gegenknopf, genau. Ganz einfach, du musst jetzt von der Kante einfach 3 cm ausmessen und mittig markieren. Und dann auf die glänzende Seite, also auf die rechte Seite wird er angebracht, ja, ne? Ja, natürlich, okay. Genau, richtig, ja. Drei Zentimeter. Ja, exakt. Gut. Krieg hin. Da kommt jetzt unser Gegenknopf hin. Auch hier stecke ich jetzt die Schnupsis einmal auf die rechte Stoffseite durch den Stoff durch. Genau. Also diese Stelle könnte man auch von hier von links fixieren haben, mit Vaseline, mit einem Stückchen, weil der Stoff jetzt hier einlagig sieht. Aber ich glaube, das könnte gehen. Durch ist es. Also ich habe auch den Eindruck, der ist wirklich fest genug, auch gerade als ich die Löcher gemacht habe, da reißt jetzt nichts aus beim beim Durchdrücken oder so. Super. Auch hier kommt jetzt die Gegenplatte daran und dann schiebe ich die beiden Dinger wieder nach außen. Zack. Genau. Und so ist er auf der rechten Seite jetzt dran. Halt, super. Dahin. Da ist meine Markierung hier, einmal in die Mitte. Einmal von der rechten Seite und so sieht das von der linken Seite aus. Gut. Und jetzt so. Kann ich schon verstehen. Ich mache mal kurz eine Pause. Was wir nämlich heute noch nicht hatten, war die Nähtasse des Live-Solongs. Ich habe nämlich jeden Live-Solong eine andere Nähtasse. Die sammle ich. Und hier, ich glaube, die habe ich nämlich noch nicht gezeigt. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Eben gucken, ob man das sehen kann. Sehr cool. Ich will meine Nähruhe. Natürlich heute nicht, weil ich das sehr genieße, mit euch beiden das hier heute zu machen. Deswegen ein großes Dankeschön nochmal von meiner Seite. Es macht mir gerade sehr viel Freude, mich mit euch hier zu unterhalten. Ebenfalls und euch auch einfach nur zuzuhören. Also ich finde das wahnsinnig spannend und euch auch als Gesprächspartner sehr angenehm. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen abends einmal, als wir uns da getroffen hatten und kann das meinen ersten Eindruck nur bestätigen. Das ist sehr nett mit euch. Guck mal, aus Lettland ist die Elinja wieder mit dabei. Herzliche Grüße von dieser Stelle. Ich habe dich nicht vergessen. Hi. Ich arbeite dran. Sie weiß Bescheid. Ihr könnt ja mal dazu schreiben, wo ihr noch überall herkommt. Ich glaube, das habtet ihr am Anfang ganz kurz mal was geschrieben. Die Eva aus Bangkok ist nämlich auch wieder mit dabei. Und wir sind ja immer ganz international verknüpft.
Und das macht mir natürlich auch immer große Freude, auch im Nachgang, je nachdem, um welche Uhrzeit das natürlich dann in dem jeweiligen Land ist, dass dann immer noch wieder Zuschauer mit dabei sind. Das ist echt toll. Leonid, man erkennt es an deinem Akzent, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ja, in welcher Sprache unterhältst du dich denn normalerweise? Deutsch, aber ich komme aus Russland. Also Russisch dann noch mit dazu. Also normalerweise war jetzt auch eine blöde Frage. Also das, das muss ich umformulieren. Nein. Ich hatte immer gefragt, ob ich aus Russland komme, ob ich aus Polen komme, manchmal aus Frankreich. Ganz oft sogar Frankreich bei den Kunden. Nein, aber ich komme aus Russland. Das ist meine Muttersprache, Das ist deine Muttersprache. Und du hast es dann der Mode wegen hier nach Deutschland dann geschafft und bist dann auf Matthias getroffen? Oder wie war dein Gang hierher? Also als ich in Russland 4 Jahre alt war, ich habe ein Plüschbär geschenkt bekommen mit einer Weste. Und als ich 5 Jahre alt geworden bin, ist diese Weste bei dem Bär kaputt gegangen. Und es war Winter, ich komme aus dem Ural, Sibirien, das war minus 35 draußen, nicht innen natürlich. Und ich habe gesagt, okay, der Bär friert, ich muss für den Bär Sachen nähen. Also habe ich angefangen zu nähen, Essen für den Bär. Dann habe ich eine Puppe geschenkt bekommen und ich habe ihm wirklich alles selbst beigebracht, weil sonst bei mir in der Familie kein Mensch nähen konnte. Verrückt. Und als ich nach Deutschland kam, ich dachte, ja gut, okay, ich will auf jeden Fall jetzt auch was mit Mode zu tun haben. Ich will richtig nähen lernen. Und irgendwann habe ich Matthias kennengelernt, genau auf diesem Wege, genau. Matthias, wie bist du denn zum Nähen gekommen? Hast du auch eine Bärengeschichte? Bei mir ist die Geschichte ein bisschen anders. Also bei mir ist es einfach die Liebe zum Handwerk. Ich liebe einfach das Handwerk und so bin ich dann über die handwerkliche Richtung zum Nähen gekommen. Daher ist bei uns auch intern die Aufteilung so, dass Leonid der Designer ist. Er ist das kreative Herzstück bei uns und ich kümmere mich um die Geschäftsführung hauptsächlich. Und wir kommen beide natürlich vom Handwerk. Also wir wissen beide, worum es geht bei allen Prozessen. Genau. Es ist einfach wunderbar, dass ihr euch gefunden habt, weil ich finde, dass ihr euch so unheimlich gut ergänzt. Also ja, ihr passt wie Deckel auf Topf. Jetzt hätte ich fast das andere gesagt. Ihr denkt euch einfach das, was ich mir gerade gedacht habe. Ich habe jetzt alle kurz überlegt, ja, was sagt man jetzt? Ich spiele doch nicht. Also den Bogen nochmal gut gerettet. Es kam gerade noch die Frage, ob ihr auch ins Ausland verschickt, genau, ins Ausland verschickt bei dem Gewinnspiel. Also ich würde mal sagen, das europäische Ausland ist noch mit drin. Nach Bangkok, wenn du gewinnen solltest, Eva, da müssten wir uns dann nochmal unterhalten. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was die Portokosten für ein Paket nach Bangkok wären oder so. Aber ich denke mal, für alle, die jetzt im europäischen Ausland mit dabei sind, die dürfen natürlich sehr gerne auch gleich an dem Gewinnspiel noch mit teilnehmen. Und Daumen sind schon mal gedrückt. So, ich habe Knöpfe dran. Nächster Schritt. Was muss ich tun? Jetzt 2 Stofflagen rechts auf rechts legen. Darauf achten, dass die Knöpfe einfach auf 2 unterschiedlichen Seiten sind. Genau so. Also hier habe ich den einen Knopf, hier habe ich den anderen Knopf und ich drehe es einmal jetzt rechts auf rechts. Und jetzt müssen wir die Tasche ringsherum absteppen. Was wir dabei beachten: Wir haben bei der Tasche 4 Ecken. Wenn man die Ecken näht, man sollte die Stichlänge immer kleiner machen. Und die Stiche in den Ecken ist immer ein mini kleines Querstich, damit der Stoff später nicht ausfranst. Und dann auf der Seite, die später innen liegt, das ist jetzt bei uns die Seite mit der Stickerei mit Leonid, Matthias und Anna, man sollte in der Mitte 20 cm Platz lassen zum Verstürzen, also unsere Verstürzöffnung. Also hier. Wie ich das persönlich mache, ich nähe ganz normal, ich habe 20 cm vorher markiert, dann muss ich immer verriegeln, also ich steppe, dann komme ich zum Verstürzloch, da wird es verriegelt, dann nehme ich Heftstich, dann hefte ich das quasi weiterhin, 20 cm lang. Ah, okay, ja. Genau, dann verriegle ich wieder und steppe ganz normal weiter. Einfach dafür, dass wir zum Schluss diese Kanten auseinander bügeln können und diese Verstürzkante bei uns einfach sauber aussieht. Wenn man das ohne Heftstich macht, man muss später einfach das mit Hand zurechtbügeln. Das ist recht kompliziert, finde ich, und wird auch nie so perfekt, wenn man das vorher, danke Matthias,
Ich muss jetzt einen Schluck Wasser nehmen. Das ist gut, dass du gerade Pause machst, weil mir ist nämlich schon gerade aufgefallen, wenn ich die beiden Dinger übereinander lege. Jetzt passt es. Passt es gerade nicht. Was auch immer ich gerade gemacht habe. Mir fehlen dir die 2 Zentimeter. Die wollte ich schon abschneiden. Nein, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also ich habe gut zugeschnitten, Anne. Das kann ich ja sagen. Du hast es perfekt gemacht. Also ich gehe jetzt erstmal rundherum mit meinen Klammern, um das einfach ein bisschen zu fixieren. Und wenn wir gleich an die Stelle mit der Wendeöffnung kommen, dann kannst du mir das nochmal ganz genau sagen, wo ich was an der Maschine einstelle mit dem Heftstich, dass er vor allem in diesem Falle dann auch tatsächlich nur eine Heftnaht ist und nicht eine komplette Naht, wie gerade eben. Genau. Weil das aufzutrennen ist dann ja ein bisschen doof, ne? So. Also wie gesagt, in den Ecken den Stich immer kleiner bitte machen. Ja, ich mache mir, damit ich die Wendeöffnung nicht vergesse, gerne direkt 2 Klammern an diese Stelle. Aber sonst habe ich ja immer nur eine. Das habe ich mir so als als Merkding irgendwie etabliert für mich, weil ich nämlich sonst gerne ein Kandidat bin, der stumpf über die Wendeöffnung drüber semmelt und mich dann am Ende wundert, warum ich nichts gewendet kriege, weil das Loch fehlt. Deswegen mache ich da immer dann noch 2 Klammern direkt nebeneinander. Geht natürlich mit Stecknadeln genauso. Manchmal mache ich es auch, wenn es um die Stecknadeln an sich geht, dass ich sage, es ist immer die rote Stecknadel, wo ich dann bremsen muss und aufhören muss. Da kann sich jeder ja so sein eigenes System machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen noch ganz viele andere sind, die auch klassischerweise ganz gerne mal die Wendeöffnung versemmeln, oder? Lasst mich nicht alleine damit. So. Ich drehe das jetzt mal um. Ach nee, da oben muss es ja auch noch. So. Das ist jetzt die linke Stoffseite mit dem einen Magnetknopf ohne die Schleife. Und das ist jetzt die linke Seite von dem bestickten Teil mit der Schleife. So. Ich beginne hier, Leonid, um dann einmal rumzugehen, ne? Oder ist egal? Es spielt keine Rolle, wo du beginnst in der Tat. Es spielt wirklich keine Rolle. Ich beginne immer auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, warum. Da. Genau, du kannst auch hier in der Mitte anfangen, genau. Okay. Jetzt habe ich im Moment den ganz normalen Stich. Also den normalen Einserstich. Und wenn du zur Ecke näher kommst, dann einfach den Stich etwas kleiner einstellen, ja? Dass die Ecke mit dem kleinen Stich genäht wird. Okay. So, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Mir läuft nämlich hier gerade die Nase. Einen kleinen Moment, einmal die Ohren zuhalten. Trompetenkonzert. So. Und los geht's. Und Kiki lässt ausrichten. Privet, Lyonja. Oh, privet, Kiki. So, genau. Matthias, ich glaube, da geht ein Riesending ohne uns ab. Sprichst du denn dann auch was Russisch? Wie bitte? Sprichst du denn dann auch was Russisch? Tatsächlich habe ich in der Schule damals Russisch gelernt. Also ich kann Russisch lesen. Ich kann ein bisschen sprechen und ich kann noch mehr verstehen. Aber gut. Nicht mehr viel, ja. Also du musst jetzt irgendwann bald kleiner werden. Ja, ich wollte jetzt gerade schon einstellen. Oder ist dir das noch zu früh? Ist noch zu früh, du kannst noch ein bisschen weiternehmen. Du kannst ziemlich gut. Ja, jetzt ist gut. Jetzt gehe ich auf 2,5 war es eingestellt. Was soll ich machen? 1? 1,5, ja. 1, okay. Dann gehe ich jetzt bis in die Ecke rein mit kleinen Stichen. Dann stoppe ich, hebe den Nähfuß und würde jetzt mit den Stichen ein paar Stiche weiternähen und dann wieder auf die große Stichlänge gehen. Ganz genau. Sie machen das einfach immer, damit die Ecken stabil bleiben. Und wenn wir dann die Nahtzugaben zurückschneiden, damit der Stoff später nicht ausfranst. Ja. So, und mit welchem Stich nähst du gerade, Anna? Das ist ein Doppelsteppstich, das ist geradeausstich, fragt die Suse. Das ist der, genau, das ist der Einserstich auf dieser Maschine jetzt. Hier mit einer 2,5er Stichlänge und auch hier bin ich jetzt wieder Nähfüßchen breit, was auf dieser Maschine 0,9 ist, statt dem 1 Zentimeter. Ich muss auch sagen, ich finde es faszinierend, dass du mit den Klammern arbeitest. Sie arbeiten nur mit den Stecknadeln. Ich finde, man kann die Sachen präziser auch stecken. Ich nähe sehr, sehr gerne auch über die Stecknadel, was Matthias mir immer verbietet. Der mag es überhaupt nicht. Aber wenn der Kandidat, mir ist doch nie was passiert, also nicht nachmachen zu Hause bitte, ja. Aber ich arbeite nur mit Stecknadeln und ich nähe auch immer drüber. Also etwas langsamer natürlich,
nicht voller Gas und mit dem Klammern, das ist mich halt so wackelig auf, ich bin total aufgeregt gerade, ob wir da alles. Ob wir das auf. Doch noch in die Verlosung mit reinnehmen können oder nicht. Jetzt vermasselt es sich doch noch am Ende. Also ich liebe einfach die Klammern, also ich gebe dir recht mit den Stecknadeln, dass man da drüber nähen kann. Ich gebe dir aber auch recht, mir ist es tatsächlich schon passiert, dass mir eine explodiert ist. Also das ist nicht ganz so okay. Lustig dann. Als Brillenträger ist es nicht ganz so schlimm, wenn es nicht ins Auge geht, weil die Brille davor ist, aber in die Nasenspitze reicht schon. Das ist halt fies. Also mir ist nichts passiert, aber das ist, wie du sagst, eigentlich sollte man es nicht tun, sondern frühzeitig dann rausziehen, aber ja. Jetzt habe ich Angst bekommen, wenn sie mir nächste Woche Klammern kaufen, glaube ich. Jetzt wieder kleiner werden vergessen. Ja, so. Mach ich. Super. Ja. Also ich muss in der Tat sagen, dass wir sind wirklich bald mit der Tasche fertig. Ja. Jetzt wir haben aber auch schon Wendung, eine Stunde und eine Viertel, ne? Also wir sind auch schon, man vergisst, man vergisst so ein bisschen die Zeit. So, verriegeln soll ich jetzt. Jetzt verriegeln, genau, verriegeln. Rückwärts, du kannst, ne? Genau, du bist Taste, gut, verriegeln, genau. Jetzt nach vorne, stopp. Ja. Und jetzt müsst ihr unser Heftstück einstellen, ja? Der das war nochmal ein, was? Eins, dann musst du jetzt nur vier eingeben. Eins steht schon bei dir auf dem Bildschirm. Und ja. Jetzt auf OK drücken. Auf OK drücken. Vier. Okay. Und jetzt, du musst als Ansicht haben eine Linie, die ununterbrochen angezeigt wird bei dir, richtig? Ohne also keine. Ja, genau, und richtig, ja. Und unten 4,6. Super, das ist ein Heftstück, genau. Ja, dann gucken wir mal, was er macht. Achso, ich habe die Fixierung nicht ausgehabt. Mach doch nichts. Wundere mich schon gerade. Ja, ja, ich habe mich nur gerade gewundert. Super, man sieht auch sehr gut, dass das so groß ist. Ja, aber der sieht genauso aus wie der eben auch. Also dann habe ich das vielleicht wegen der Dreifachflieseline, die du da drauf getackert hast oder sowas, nicht gezogen bekommen. Das kann der jetzt nicht. Komisch. Hast du von dir gedruckt? Ja, doch, klar. Ja, ist er jetzt eingestellt. Jetzt musst du wieder einen normalen Stich einstellen, normalen Stich. Jetzt schon? Ich würde noch ein bisschen, lass mich mal noch so 3 cm. Also wie du magst. Also ich glaube, das ist mir noch zu wenig zum Verstürzen nachher. So, jetzt gehe ich rückwärts, ne? Verriegeln. Jetzt musst du den normalen Stich einstellen. Ja, erst verriegel ich hier. So, und jetzt gehe ich auf die 1 wieder zurück. Ha! Genau. Das habe ich mir gemerkt, die 1 kriege ich hin. So, da verriegelt er jetzt auch nochmal von sich aus. Jetzt bis kurz vor Ende und dann verringere ich die Stichlänge wieder. Richtig, richtig, wunderbar. Ich habe dir zugehört. Tu, was du mir sagst. Das ist sehr schön, ja, mit dir zu arbeiten. Das freut mich. Das ist super. So. Wunderbar. Nadel immer rein, bitte. So. Um die Ecke. Und wieder auf 2,5. Genau. Gut. Also wie gesagt, man kann mit 2,5, man kann auch mit 3 nehmen. Ich habe mein Praktikum damals im Couture-Salon gemacht bei Christina Kreuz. Und sie hat mir gesagt, dass wenn wir mit 3 nähen, das ist genauso fest wie 2,5. Der Unterschied ist nicht gewaltig, aber wenn man mit 3 genäht hat, ist es einfach angenehmer aufzutrennen, als wenn man mit 2 genau. Hätte. Genau. Und wie gesagt, wir nähen wirklich, seitdem nähe ich auch alles in meinem Ausbildungsstudium, jetzt als Selbstständiger, alles nur mit 3. Und wenn ich das weitererzähle, meine Praktikanten, sage auch immer, Leute, das habe ich damals im Couture-Salon von Christina Kreuz gelernt, das macht man wirklich mit 3, das ist viel einfacher. Ich habe gestern auch viel getrennt, also das macht schon Sinn, dann den größeren Stich zu nehmen, weil so einen kleinen Stich aufzutrennen, ja, das ist echt ätzend. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier durch alle Stoffschichten wieder durchkomme. Welche Nadel hast du drin jetzt, Hannes? Die drin war. Ich habe gar nicht geguckt. Und was war drin, 80er oder 90er? Ich tippe auf eine 80er. Das steht zumindest im Display und ich habe sie auch nicht geändert. Nee, im Display, also steht, von die Empfehlung, welche Nadel du benutzen solltest, genau. Es ist also da das keine Schmetznadel ist, also mit der Farbkodierung kann ich es dir tatsächlich nicht sagen. Das ist die von Werks eingebaute. Hauptsache, du kannst wirklich durch eine Stichlagen ja, durchnähen. Durchstechen ist die Hauptsache. Du musst bald wieder kleiner werden, also verringern, ja, genau. Mir entkommt nichts, genau.
So, um die Ecke. Ah, zwei fehlen noch, einer noch. Und jetzt schaut mal, liebe Leute da draußen, als wir mit dem Nähen angefangen haben, ich verriegel da nicht, weil wenn wir wirklich im Kreis jetzt nähen, man kann jetzt mit diesem Stich über die alte Stich gehen, wo jetzt einer bald ankommt und dann in einen verriegeln, weil wenn man zweimal verriegelt, sieht immer so dick aus, finde ich. Ja. Genau, jetzt rüber und noch und das war's und dann verriegeln, perfekt. Halt! Halt! Nein, vorwärts wieder! Moment, ich hab's gleich. Jetzt! Naja, ist eine große Verriegelung geworden. Ist Handwerk. Ist okay. Wie war das, ne? Abschalten, genau. So. Jetzt. Jetzt müssen wir die Nahtzugaben an den Ecken schräg abschneiden. Bitte darauf achten, dass sie nicht zu nah zur Steppnaht kommen. Ja. Ich habe von Barbara letztes Mal gelernt, dass man das immer so umdreht, damit das ein größerer Winkel ist und nicht nur ein 90-Grad-Winkel, weil sich da nämlich dann die Ecken schöner ausformen lassen. Genau. So, das ist nämlich jetzt nicht einfach nur abgeschnitten, sondern der Winkel ist halt ein anderer. Moment, hier, da. Ne, der Winkel ist ein anderer, als wenn ich einfach gerade abgeschnitten hätte und dadurch lässt sich das schöner ausformen, habe ich gelernt. So machen wir das in der Tat auch. Ah, gut. So. So, zwei Ecken habe ich. Hat noch Platz. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob die Zuschauer zu Hause auch mitkommen jetzt mit uns oder wie weit sie sind. Falls jemand noch Zeit hat oder schnell ist, das in den Kommentaren zu schreiben, das würde uns sehr, sehr freuen. Das ist eine gute Idee. Das frage ich normalerweise tatsächlich auch immer mal wieder, ob die Geschwindigkeit so okay ist. Normalerweise bin ich dann zu schnell. Aber wenn das auch bei euch wieder der Fall sein sollte, dass ich euch zu schnell bin, dann könnt ihr jederzeit auf Pause drücken. Oder wenn du das in der Wiederholung guckst, man hat ja bei YouTube auch die Möglichkeit, ein Video langsamer ablaufen zu lassen oder auch schneller. Das geht natürlich auch. Das wusste ich nicht zum Beispiel. Also wir können heute auch ein bisschen schneller reden, dann können wir das mir ein bisschen vorspulen. Das halte ich mir nicht lange durch. Falls ihr wollt, könnt ihr auch gerne dann die Taschen Bilder machen, posten, dann mit Hashtag Anna oder uns markieren auch. Dann sehen genau. Wir auch, was ihr draußen gemacht habt. Das ist für uns total spannend, auch auf welche Stoffkomponente ihr genommen habt, welcher Stoff. Also sehr, sehr gerne Anna als Hashtag markieren uns und dann wird uns sehr freuen. Genau, ja, Hashtag Live So Long wäre es für uns. Entschuldigung, Matthias, ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt kam aktuell nochmal die Frage rein, welche Marke denn verwendet wird gerade? Auf welcher Marke nehmen wir denn? Husqvarna Viking. Erzähl mal ein bisschen mehr von Husqvarna Viking. Ah, das ist eine ganz, ganz lange Zeit dafür. Also als ich nach Deutschland gekommen bin, ich wollte auf jeden Fall mit einer Nähmaschine nähen lernen und ich hatte in Russland keine gehabt und ich habe mich damals, ich habe noch kaum Deutsch gesprochen, bei der Volkshochschule in Frankfurt angemeldet und ich bin hingekommen und eine Nähmaschine und habe festgestellt, dass alle, die dort waren, hatten eine, bis auf mich. Und die Lehrerin hat gesagt, Leonid, du brauchst eine Nähmaschine auf jeden Fall. Du musst dir eine kaufen, aber tu mir einen Gefallen. Kauf dir so eine, die jahrelang treu ist, nie kaputt geht, weil eine Nähmaschine muss dich begleiten. Und sie hat dann einen Nähladen angerufen in Frankfurt und hat gesagt, sie müssen mir auf jeden Fall eine Husqvarna verkaufen. Und diese Lehrerin, Frau Müller-Fuchs, auch ganz tolle Geschichte. Als sie 18 Jahre alt geworden ist, damals, sie war mit der Schneiderausbildung fertig und sie ist nach Frankreich gegangen und landete im Haus von Christian Dior und hat damals wirklich Christian Dior assistiert. Als Dior kurz verstarb, war der Nachfolger Yves Saint Laurent und dann hat sie Yves Saint Laurent kennengelernt. Und diese Frau, die wirklich Laurent und Dior assistiert hat, hat mir damals Nähen mit der Maschine beigebracht und mir eine Husqvarna Viking empfohlen. Das war lieber den ersten Stich und seitdem, wir nähen nur auf Husqvarna, wir sind Markenbotschafter von Husqvarna und Anna hat heute auch eine Husqvarna. Opal, ja, und ich kann das nur bestätigen, die Maschine ist echt toll. Also freut mich.
Ja, macht das, was sie soll. Und das sind ja tatsächlich jetzt auch ziemlich dicke Ecken, wo die drüber muss. Und da wird nicht gezickt, da ist kein Fehlstich oder sonstiges. Macht die wirklich gut. Also, Top-Empfehlung. Ja. So, die Silke fragt, wann setze ich die Pailletten ein? Das ist in eurer Anleitung ja noch mit Pailletten dann dabei gewesen. Wir haben heute die Zähne nicht verzichtet, weil wir die Tasche mit schon bestickt haben. Bevor man die Tasche verstürzt, kann man die Tasche vor mit Pailletten verzieren. Die viele Husqvarna-Modelle haben noch Paillettenstich drinnen. Wir haben diese Pailletten wirklich mit der Maschine aufgenäht. Man kann die auch mit Hand aufnähen, weil es einfach langsamer dauert. Man kann das mit der Maschine machen. Oder wie gesagt, wenn man die Stoffe vorher bestickt, was wir gemacht haben, dann muss man zusätzlich auch keine Zierstich verwenden. Ja, gut. Freut mich auch bei euch, das Feedback zu lesen im Chat, dass ihr gut mitkommt. Wir versuchen ja hier möglichst viele Pausen auch wieder reinzubringen, dass ihr einfach auch die Möglichkeit habt, eure Stiche dann noch zu Ende zu machen. Und Matthias, du bist ja hier auch ganz fleißig immer im Chat mit da drin. Hast du da noch eine Frage zwischendurch gehabt, die wir noch mit einschließen können? Ansonsten würde ich nämlich mit dem Nähen weitermachen. Ja. Mit dem Bügeln. Mit dem Bügeln bitte. Also ich habe dir mal alle Fragen reingeworfen. Du hast jetzt auch die mit den Pailletten geklärt. Eine Detailfrage aktuell. Welches Modell benutzt du nochmal, Anna? Jetzt muss ich wieder mich umdrehen. Die Opal 690Q. Q steht dafür, dass man mit der Maschine auch quilten kann übrigens. Ah, okay. Das ist nicht nur einfach ein Buchstabe, die hat eine Bedeutung, ja. Sehr gut. Okay, wunderbar. Leonie, du hast gesagt, ich soll bügeln. Ja, also schaut mal, jetzt sollte man die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Das geht indem, dass wir eine Nahtzugabe genau so richtig umklappen und jetzt ringsherum die richtig scharf auseinanderbügeln. Okay. Jetzt verbrenne ich mir gleich wieder die Finger, ne? Kenn das schon. Ah, hebt das bitte auf. Also ich wollte an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Salke bei Gunold sagen für die tollen Stickgarn, die wir für diese Klatsch benutzt haben. Wir haben diese Marke für uns erst letztes Jahr entdeckt. Wir waren mit dem Fadenhexer, mit dem Holger Pflichter, in Stuttgart auf einer Messe. Und dann hat uns Holger den Gunold vorgestellt. An dieser Stelle auch liebe Grüße an den Rainer Knochel. Rainer, falls du zuschauen solltest, liebe Grüße an dich. Und wie gesagt, wir haben jetzt diese Tasche mit diesem Garn gestickt und ich finde einfach auch ganz, ganz toll, dass man auch diese ganze Fake-Garn und Lyrics-Garn so gut mit der Maschine verarbeiten kann. Das ist eine sehr, sehr tolle Sache. Leonid, ich habe das jetzt umgedreht. Ich habe jetzt die nicht bestickte Seite oben, also da, wo auch die Schleife nicht ist. Weil ich nämlich gerade beim anderen Bügeln gesehen habe, dass ich da, wo das ja die Schleife ist, das so dick ist, das kriege ich nicht nochmal ordentlich umgebügelt. Das ist auch okay, wenn ich das von dieser Seite mache, ja? Na, selbstverständlich, absolut. Weil das andere ist wirklich zu dick. Wenn man die Tasche jetzt schon vorher mit Pailletten bestickt hat, man muss bei den Bügeln aufpassen, dass man die Pailletten nicht mitbügelt, weil sie werden davon beschädigt. Das heißt, man sieht ja dann die Naht jetzt hier, die linke Naht von dem Paillettenstich, in dem Fall, dass die Tasche bestickt wurde, jetzt einfach mit dem Bügeleisen aufpassen, dass man mit der Sohle nicht drüber läuft. Also du kannst wirklich ruhig links, rechts ein bisschen machen, dass diese Naht auseinander irgendwie geschoben wird. Ich probiere es, ich gebe mein Bestes. Leonid, sag mal, die Maschinen von Husqvarna Viking, können die auch von Anfängern bedient werden? Ja, eine Frage. Absolut, da ist der Vorteil bei Husqvarna Maschinen, dass sie alle sind gleichzeitig für Profi wie uns geeignet, aber auch für Anfänger. Anna hat eine Opal-Maschine heute und sie hat auch festgestellt, dass die Maschine sehr intuitiv und sehr einfach ist. Wir nehmen mit der Epic 2 diese große Maschine. Vorteil bei der Epic 2 zum Beispiel ist, aber auch bei Brilliance 80, bei Sep 485 meine ich natürlich, dass die Maschine auch Nähen beibringen kann. Das heißt, dass man einfach sagt, bei der Maschine auf dem Display, was man nähen möchte, ob jetzt Reißverschluss, Tasche, Rüschen, einfach versagen. Und man bekommt auf dem Bildschirm einfach gleich eine Nähanleitung. Entweder, also beides, Bild, Video und Text, wo man Schritt für Schritt, Step by Step durch die ganzen Techniken durchgeführt wird. Daher ich als Profi nähe und sticke bei mir im Ladengeschäft nur mit Epic 2. Aber wir haben schon Leute kennengelernt, die... Aber wir haben Fälle.
Okay, jetzt ist ganz gut. Aber wir haben schon Leute kennengelernt, die wirklich mit der ETIP 2 nähen gelernt haben, weil die Maschine in der Tat nähen, sticken, quilten, filzen, alles beibringt. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt gut beantwortet, oder? Ja, was gerade passiert ist, Es war nämlich eine Frage im Chat, dass sich das Sitcom-Video vielleicht nicht abspielt. Ich glaube, Matthias überprüft gerade, ob da irgendwie ein Fehler drin ist. Und da war der Ton nicht aus. Also nicht erschrecken, dass da jemand reingekommen ist oder sowas. Alles gut. Nein, ihr seht, wir kümmern uns direkt darum. Wenn ihr was in den Chat reinschreibt, dann wird es von uns auch gelesen und gesehen und zur Not auch, nicht nur zur Not, sondern auch beantwortet. So, Leonid, ich habe jetzt die weggebügelt, die eine Seite von den Nahtzugaben. Jetzt musst du die Verstürzung, also Wendeöffnung, heftig quasi rausziehen, auftrennen. Ja, das, ich darf den Nahtauftrenner nehmen, ja, weil das ist wieder so eng absolut, geworden absolut, da oben. Natürlich. Da kann ich nichts rausziehen. Also Vorteil ist, wenn man Wendeloch absteppt, man hat zum Schluss zwei scharfe Bügelkanten, also diese Bruchkanten, Die man auch sehr, sehr einfach später zusammennähen kann. Wenn man das einfach offen lässt, ist es sehr, sehr schwer, nachträglich diese Nahtzugaben gleichmäßig reinzubügeln. Ja, so, Wendeöffnung ist offen. Jetzt also die Tasche wenden, dass die verstürzen, sagen wir mal dazu. Mhm. Ich finde, das ist immer der spannendste Teil, wenn man Tasche näht. Ist dann aufgeregt, ob denn die Verschlüsse alles überall, genau, richtig, ob die Schrift richtig rum ist. Ganz genau, weil ich habe ein bisschen den Kopf zerbrochen. Weil räumliches Ding ist halt so ein Ding bei mir, muss ich zugeben. Wir werden es gleich sehen. Bist du aufgeregt? Natürlich bin ich aufgeregt. Ich bin sogar, ich gucke die ganze Zeit, wo die Magnetknöpfe sind, ob es dann auch, doch. Ich glaube, es ist richtig gut geworden. Das ist richtig, also das ist wunderbar. Also André, wir haben alles richtig gemacht, das ist sehr, sehr erfreulich. Ja, das heißt, ich kann es auch ruhigen Gewissens nachher mit in die Verlosung reingeben. Also jetzt, Leute, stellt fest, die Tasche wird verlost, ja. Ja, Moment, ich muss die letzten Nähte noch setzen, da kann ich es auch noch immer noch mal vermasseln, aber ich bin gerade auch sehr glücklich, dass es so ist, wie es ist. Wo habe ich dir jetzt meinen Falzball hingelegt? Kommt man doch immer so schön mit in die Ecke. Na gut, dann nehme ich jetzt heute mal Holzstäbchen, geht auch. Ich glaube, irgendwo da, da liegt's. Ich hab's. So, ich forme jetzt hier die Spitzen aus, indem ich ganz vorsichtig von innen mit dem Holzstäbchen in die Ecken gehe und das so genau wie möglich ausforme. Hierbei darauf aufpassen, dass man da nicht mit der Spitze da durchdrückt. Dann hat man nämlich an der Stelle ein Loch und das sieht dann doof aus. Das war genau der Grund, warum wir diese Stelle immer mit einem ganz, ganz kleinen Stich nähen. Das jetzt beim Verstürzen, weil viele machen das gerne mit dem Geodreieck, was man nicht machen dürfte eigentlich. Viele benutzen auch eine Schere dafür. Oder Schere habe ich schon öfter gehört, Geodreieck noch gar nicht, witzig. Das habe ich schon so oft erlebt, weil es eine spitze Kante, was zur Hand ist. Da muss man wirklich tierisch aufpassen, dass man diese Ecke nicht beschädigt. Falls jemand von euch da draußen die Tasche aus dem feinen Stoff nähen sollte, ja? Diese Ecken kann man auch ruhig von vorne herein, von links mit Vaseline verstärken, damit sie wirklich nicht ausfransen und nicht kaputt gehen, wenn man sie jetzt hier verstürzt. Wir haben so ein Beinpfriem, so ein Plastikteil, was wir sehr gerne dafür benutzen, auch für die Kragenwänden. Genau, wunderbar, super. Das also habe ich gerade auch gesucht, ja. Genau, also mit dem Holzteil arbeiten wir überhaupt nie. Das von Plum ist echt toll, finde ich auch. Muss er halt ein bisschen mit Gefühl machen, dass man so zwischen den Fingern auch so ein bisschen rausdreht. Wenn man mit dem kann, man kann auch jetzt, schaut mal Leute, man kann auch jetzt diese Ecke nehmen und so hin und her machen und auch so machen und so, damit diese ganze Stoff Nahtzugaben etwas nach draußen kommen. Das kann man auch machen. Kann man das sehen? Ich hoffe, man kann das sehen. Ich mache jetzt gehe zur Kamera nochmal. Die Kamera ist so. Die Kamera ist überall. Kann man das jetzt gut sehen? Ja. Bisschen Tacken tiefer. Ah, okay. Ja. Also man kann es wieder jetzt so machen oder wirklich so. Noch mehr, ja? Das ist nicht scharf gestellt. Ja, jetzt. Also super.
Ja, perfekt. So. Höher. Oh Gott. Höher, ja, tiefer. Ja. Höher, tiefer. Ein bisschen tiefer. Also man macht das wirklich so oder so oder wirklich versucht, die Nahtzugaben nach außen zu bekommen, ja? So. Lass mich raten, ich muss wieder bügeln. Yay, yeah, richtig. Das heißt, also wie gesagt, wir sagen jedes Mal gut gebügelt ist halb genäht. Jetzt die ganze Kante nochmal scharf bügeln und dann kann man die Wendeöffnung auch knappkantig absteppen. Also Leonid, das ist wirklich wunderbar mit dir. Die ist viel, viel schöner jetzt schon, als das, womit ich mich gestern selber abgemüht habe. So. Danke. Also wie gesagt, wenn wir für Stürzloch jetzt zusammensteppen, also schließen, also wirklich sehr, sehr gerne mit Ton in Ton arbeiten, dass man diese Naht nicht mehr sieht. Ton in Ton ist bei diesem Stoff tatsächlich gar nicht so einfach. Ich hatte gestern in meinem schönen Garnkoffer nämlich versucht, die richtige Garnfarbe zu finden. Und dadurch, dass das ja so ein Satinstoff ist, der ja in Licht changiert, ist es mal, je nachdem wie das Licht halt ausgefallen ist, mal besser und mal weniger gut gewesen. Ich glaube, ich habe jetzt aber einen ganz guten Mittelton gefunden, mit dem man das gleich möglichst unsichtbar zusammennähen kann. Und, ich muss und wer das nicht möchte, kann ja auch mit der Hand nähen, richtig? Man kann es auch mit Hand anstaffieren, das geht auch natürlich. Ich muss auch jetzt erwähnen, dass wir uns schon bei einer dafür entschuldigt haben, dass wir nicht daran gedacht haben, die passende Garne mitzuschicken. Wir haben alles geschickt, aber die Garne habe ich leider gar nicht gedacht. Also sorry nochmals. Du, Alter, dafür brauchst du dich echt nicht zu entschuldigen. Ich bin so glücklich, dass du mir die Sachen vorbereitet hast, weil wenn ich jetzt hier noch irgendwie mit meiner ollen Stickmaschine irgendwie was hätte machen sollen oder sowas, das wäre definitiv nicht so schön geworden wie das, was du da geschickt hast. Also ich bin sehr glücklich, wie das auch mit euch in der Vorbereitung schon gelaufen ist. Das war sehr, sehr gut. Vielen Dank. Freut uns wirklich sehr. So, hier habe ich jetzt meine Autschi. Also hier habe ich die Wendeöffnung. Und die nähe ich jetzt einmal ganz knapp. Würdest du denn nur die Wendeöffnung nähen oder würdest du einmal komplett entlang nähen, weil dann ist es einheitlicher vielleicht? Also, zum Beispiel bei dieser Tasche, man sieht meine Naht überhaupt nicht. Wenn man wirklich Ton in Ton arbeiten kann, man kann nur die Wendeöffnung schließen, aber sonst natürlich von links nach rechts kann man auch steppen, wie man will. Also ich gucke auch immer so, wie gut man meine Garne sieht. Also bei dieser Tasche habe ich das komplett gemacht in schwarz, weil der Stoff so unterschiedlich war. Ja. Und bei dieser Tasche habe ich wirklich nur die Wendeöffnung geschlossen, was man hier auch nicht sieht. Aber einfach, das sieht man leider okay, nicht. Okay, ich gebe mein man Bestes. Man sieht diese Naht überhaupt nicht. Dann gucken wir mal. Also da ich ja das nämlich, das ist jetzt so mein Ding. Ich habe die Wendeöffnung halt nicht abgemessen, sondern wenn ich das jetzt, also ich zeige es nochmal hier in der Kamera, hier bis da würde diese Naht gehen und das ist nicht mittig, da kriege ich die Krise. Deswegen würde ich dann würde ich links nach rechts machen. Klar. Einmal komplett durch, ne? Ja. Genau. Gut. Stich 01. So. Also ich nähe jetzt von der Kante entfernt etwa 1 Millimeter ungefähr. Also genau knapp kann ich arbeiten, soweit es geht. Ja, ich glaube, die Garnfarbe habe ich ganz gut getroffen. Jetzt muss ich nur noch gerade bleiben. Also ich habe das Gefühl, dass du diese Klammer, man bekommt den Stoff irgendwie nie so glatt gelegt, weil mit dem Stecknadel, man kann den Stoff auf der Stichplatte komplett gerade positionieren und jetzt haben wir so einen Buckel automatisch, weißt du? Wo hast du einen Buckel? Also guck mal, jetzt hier liegt der Stoff nicht mehr auf der Stichplatte, quasi bündig durch die Klammer. Das geht halt nach. Nein, du hast alles gut genäht. Ich meine, wenn Klammer drin ist, man liegt der Stoff nicht mehr gerade auf der Stichplatte, das meine ich nicht. Ach so, ja, die muss man dann ein bisschen früher rausnehmen, das stimmt. Also ich kann jetzt nicht bis genau hier vorne dran, das geht nicht. Genau. Das, da sind die Stecknadeln tatsächlich besser, ja. Kann man präzise arbeiten, ganz genau.
Also, meine Prüfung ist jetzt abgeschlossen. Ich habe auf dem Laptop, auf dem iPad und auf zwei Handys gecheckt. Die Sitcom lässt sich abspielen. Einfach auf der Website unter Mode, dann unter Sitcom at Racing Story und dann relativ weit oben. Der erste Punkt ist, dass alle Folgen. Und da sind dann alle Folgen aufgelistet und dann kann man eine Folge nach der anderen anschauen. Oder natürlich bei uns auf dem YouTube-Kanal, bei uns auf der Seite links oben oder ganz unten im Footer verlinkt. Die Filmen bitte von links abschneiden, Anna. Von links abschneiden. Die anderen sind auf links, da war jetzt der eine. Okay, gut. Ich habe nichts gemacht. So. Alles gut. So, ja, die sind auf links. So, es ist sichtbar, aber dadurch, dass ich es halt durchgängig gemacht habe, ist es auch einheitlich. Also wenn ich das wirklich nur da geschlossen hätte, das wäre doof gewesen, wenn da nur so ein... Mhm. So. Ich kann dann mal eben auf die Mitte gehen. Ja. Da. Okay. Gut. So. Super. Jetzt nehmen wir den. Ich muss ja eben ein Schlückchen trinken. Ja, das mache ich jetzt auch schnell. Auf alle. Ob mit oder ohne Alkohol. Prost, Anne. Prost. Schön, dass ihr da seid. So. So. Jetzt haben wir die obere Stoffkante mit der Schleife und die untere Stoffkante. Ja? Wir müssen jetzt von der unteren. Ja, ich höre dir zu. Wir müssen jetzt von der unteren Stoffkante 17 cm abtragen. Die untere ist die mit Schleife? Richtig, nein, ohne Schleife. Nein, die andere, die, genau. Jetzt hier, nein. Erzähl erst zu Ende. Also, wir nehmen jetzt die Stoffkante ohne Schleife. Von da werden 17 cm abgetragen, genau. Und dann müssen wir bei 17 cm Tasche rechts auf rechts legen. Also so. Rechts auf rechts, also die Stick trifft auf Stick. Genau. Genau, dann hätte ich das vielleicht da ein. Dann zeichne ich mir das doch da ein, ne? Das sehe ich auch, was ich tue. So. Jupp. Und jetzt haben wir zwei untere Ecken bekommen. Wir müssen jetzt von jeder Ecke, schaut mal, nach da und nach da 3 cm abtragen. Ja. Also 3 und 3. So wie sie jetzt auch schon liegt, ne? Ganz genau, richtig. Kann ich das auch so verbinden dann, schon? Richtig, jetzt wird es verbunden. Ah. Und jetzt sollte man hier einfach diese Ecken ringsherum wieder knappkantig absteppen. Ich zeichne mir mal eben die andere Seite auch direkt noch mit ein. Mhm. Okay, Stich 1 ist immer noch der richtige, ne? Ja. Das sind jetzt an dieser Stelle dann 8 Schichten Stoff, nämlich 4 Lagen plus jeweils die Nahtzugabe. Und die 80er Nadel anstatt 90er, genau. Also falls die Nadel kaputt gehen sollte, ich hab noch einfach ein paar. Langsam nähen, ja, vorsichtig, die sollte gehen. Wenn ich jetzt am Ende angekommen bin, drehe ich das Ganze. Ich mache dieses Dreieck in einem durch, ne? Genau, genau. Ich mache das parallel aus dem Papier, dass ich den nächsten Schritt auch gut erklären kann. So.
Das ist jetzt wirklich höchste Konzentration hier und ich kann auch hier an dieser Stelle wirklich behaupten, dass die Maschine das großartig macht, obwohl das 8 Lagen Stoff hier sind und das ist ja nicht nur irgendein Stoff, der ist ja mit Flisseline hier auch noch verstärkt. Das ist sogar ein sehr, sehr dick und sehr fester Stoff. Also das war, glaube ich, sogar ein sehr, sehr Stoff ursprünglich. Ich habe von Kunden genau Möbel bezogen, davor hingenäht und das war ein Rest davon, was ich sehr, sehr toll und sehr passend fand. Also beim Wolstertan. Oh, wow. Und das mit den 80er Nadelsäge, wow, toll. Hat gut funktioniert auf dieser Seite. Hoffen wir mal, dass es auf der anderen auch funktioniert. Die Maschine zieht und transportiert so gut, dass man auch keine Hebamme braucht. Das finde ich auch ganz, ganz großartig bei der Opal. Dass sie wirklich zwar klein, aber wirklich sehr, sehr powerful ist. So, nächste. Zweites Dreieck. Mhm. Alle schweigen und alle nähen. Ja, genau. Ihr seid auch hochkonzentriert. Ja, also wir zittern einfach und hoffen, dass es keinen Nadelbruch gibt, weil wir sollten wirklich eine 90er Nadel verwenden dafür. Aber bis jetzt. Ah, no risk, no fun. Läuft. Ja, all. Hoffentlich. Ich bin ganz vorsichtig. Hier kam die Frage, wieso nähst du denn die Ecken ab? Das wird doch abgeschnitten. Nein, schaut mal, liebe Leute, damit die Tasche oben nicht gerade ist, sondern eckig ist, etwas witziger aussieht. Sieht ihr das? Kommt das kurz sehen? Moment, die andere Tasche. Das sind diese Ecken, die wir einfach dann sägenäht haben. Ich glaube, es ging darum, ob man das nicht abschneiden kann, wenn man es dann nachher stülpt. Nein, warum der Schnipsel dranbleiben muss. Dann hat man hier in der Tasche drinnen eine offene Kante, also wirklich hier die ausfranst. Und ich finde, dass die Sachen müssen auch von links gut aussehen, nicht nur von rechts. Das heißt, wenn es die Tasche wenden sollte, ich habe hier diese saubere Ecken hier, die aber auch gleichzeitig zur Verstärkung dienen. Das heißt, die Tasche ist in diesem Bereich sehr, sehr gut verstärkt. Also hat etwas mehr Stand, als wenn ich hier was wegschneiden würde. So. Und es geht auch darum, dass man bei Origami normalerweise weniger abschneiden, sondern alles wegfaltet. Jetzt kannst du die Tasche wieder wenden. Super geworden, Anne, echt toll. Dankeschön. Und jetzt schaut mal, jetzt wird die Tasche hier bei 1 Zentimeter abgesteppt, also hier. Genau, und das habe ich jetzt nicht, das musst du jetzt mal ganz nah an die Kamera halten, weil das habe ich tatsächlich nicht verstanden, wo ganz genau du das jetzt haben möchtest, Moment, dass ich Moment, das Moment, da abnähe. Moment. Ich gehe jetzt wieder, ich muss mich wieder jetzt lenken. Also man muss das Ganze halten. Ah, okay. Schaut mal, wir fangen hier an zu nähen, nicht mehr hier, weil der Stoff hier viel zu dick ist. Wir nähen hier schräg bei Zentimeter und gehen hier nach oben. Und hier wird die Tasche dann geriegelt, also normal geriegelt hier oder ist bei 1 Zentimeter beidseitig. Kann man das gut sehen? Okay, sorry, noch einmal. Ich habe es also, aber verstanden. Ich zeige es auch nochmal. Wir fangen hier oben an, wir nähen bei Zentimeter nach unten und hier gehen wir schräg in diese Ecke rein. Wir gehen nicht bis zum nach unten, weil hier der Stoff viel zu dick wäre. Ja? Gerade riegeln, runtersteppen und hier schräg und hier verriegeln und hier verriegeln. Okay, guck mal, das müssen ja 17 cm sein, ne? Damit das auch gleichmäßig da steht. So. Das waren ja diese 17 cm, die es hier haben soll. Okay, dann fange ich mal an. Ich beginne auf der Seite, wo nicht ganz so viel Stoff ist. Habe immer noch den ganz normalen Geradstich drin und nähe jetzt Nähfüßchen breit. Ist kein Zentimeter, sondern 0,9. Aber das sollte reichen. Ich gucke jetzt auch von der Seite, dass die Stoffschichten möglichst glatt übereinander sind. Ja. Gut, dann fange ich mal an. Also jetzt kann man wieder sagen, dass sie wirklich jetzt fast fertig sind mit der Tasche. Ich jetzt zeige ich überhaupt ja, wir haben aber auch 1:15. Also wir sind mit unseren 2 Stunden wieder gut ausgekommen. Wahnsinn.
Also, liebe Leute da draußen, in der Tat, wenn man die Tasche beherrscht, die Taschen sind 30 Minuten komplett genäht fertig. Das ist wirklich so. Ja, das spricht wieder das, was ich immer sage. Das, was man normalerweise näht, mal 4. Dann sind wir ungefähr da. So, ich drehe jetzt nochmal, um schräg dann hier zu Ende zu nähen, richtig? Genau. Ich muss jetzt zu der Spitze zurück. Ja. Okay. Ja, genau. Zu der Spitze, genau. Und hier kannst du wirklich riegeln. Und Leonid, wenn man jetzt ein Henkel, also eine Kette machen möchte und die Schlaufen an, braucht man ja dann dafür. Genau. Wann nähe ich die Schlaufen ein? Wenn wir die Tasche verstürzen, in einem Schritt die Schlaufen einfach mitnähen. Okay. Leonid, ist was passiert? Was ist passiert? Die Nadel ist abgebrochen. Ja, geht es auch um die 80er Nadel statt 90er? Nee, da war, ich habe neben den Stoff genäht und das wollte sie nicht. Das hat sie wohl zurückgezogen. Der letzte Stich war daneben und dabei ist sie dann abgebrochen. Ich muss sagen, also Nadelbruch gehört zum Nähen. Das ist überhaupt nicht tragisch. Das passiert in der Tat am häufigsten, wenn man falsche Nadel hat. Oder in unserem Fall, das ist gar kein Problem. Man kann einfach die Nadel ganz einfach austauschen und das war's. Also wir haben bei uns wirklich eine riesige Vorräte an Näh- und an den Sticknadeln, weil die sowieso irgendwann kaputt gehen, dass man nicht einfach da rumsitzt, so, ja super, jetzt brauche ich eine Metallicnadel zum Stick und habe die nicht. Wir haben wirklich von jeder Nadelsorte kästchenweise ganz, ganz viele Nadeln und das passiert uns genauso wie euch, dass die Nadeln ab und zu brechen, also wirklich gar kein Thema. So, ich habe jetzt auf eine 90er gewechselt, ne? Super, super. Also wer auch immer die Maschine danach benutzt, hat auf jeden Fall eine 90er-Nadel dann drin. Also falls das Projekt danach tatsächlich mit dieser Maschine nochmal genäht werden soll. So, Füßchen wieder hoch. Jetzt muss ich mal gleich gucken, wie ich das dann nochmal drüber gehe. Ich glaube, ich verknote einfach die Dinger nachher. Muss ich mir mal gleich nochmal angucken. So, ich fange jetzt aber... Ja, auf dieser Seite an. Jetzt muss ich gucken, ob ich da mit meiner Tasche an der Kamera dran vorbeikomme. Oder soll ich auf der anderen Seite nähen, Leonid? Du kannst die Tasche unkomplett. Du kannst es von unten anfangen zu nähen. Weißt du? Gut. Ja, klar. Also, fange ich so an. Genau, also es ist immer besser, wenn das Nähgut links von der Nadel ist und nicht rechts von der Nadel ist. Also bei der Epic 2, wir haben hier ganz, ganz viel Näh. Und Stickfläche, da kann man quasi auch variieren. Bei Opal ging das auch, aber ich finde es immer praktischer, wenn der Stoff immer links liegt und nicht von rechts reingequetscht wird. Das ist nicht im Hibamischwein bei einer, das wir nie benutzen. Mhm. Bei der Opal lag eine Hibam auch mit dabei, eine, die in Grau übrigens. Ja, ich muss mal eben gucken, warte mal eben. So, jetzt vielleicht. So, Entschuldigung, ich musste mal gerade eben mich konzentrieren, weil ich ja jetzt hier auf der dicken Seite angefangen habe zu nähen. Da gehe ich wahrscheinlich gleich besser auch nochmal drüber. So, ich habe jetzt die 90er-Nadel übrigens drin und die will nicht ganz so gut. Also da sehe ich schon, die biegt sich beim Nähen. Die andere war da deutlich geschmeidiger, deswegen ich bin jetzt hier ganz langsam und vorsichtig unterwegs. Bei dir in der Maschine war eine Husqvarna Weichnadel, 100%, ja klar. Was ist an der Stelle? Das ist jetzt Schmetz. Okay, also bei dir war eine Husqvarna, also Husqvarna hat seit letztem Jahr, glaube ich, auch eigene Nadel für Nähen und für Sticken. Und die kommt jetzt mit der Maschine immer ein Päckchen zum Ausprobieren und sie steckt bei dir auch drinnen. Ja. Muss man halt einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Und das ist da unten an der Ecke schon echt heftig, ne? Ja. So. Und jetzt kommen wir zum letzten Nähschritt vor dem Nähen. Nee, Leonid, warte, ich muss noch mal einmal gucken. Ja. Weil hier... Alles gut? Also ich habe den Winkel nicht so getroffen wie auf der anderen Seite, aber ich habe hier den nicht verriegelt. Ich glaube, den nähe ich nochmal, weil ich möchte dem hier nicht vertrauen, nicht, dass es da wieder aufgeht. Schaut mal, kann man mich jetzt sehen, Matthias? Diese schräge Linie nähe ich an meiner Ecke vorbei. Mach deine Hand zur Seite. Okay. Guck mal,
Hier unten auf dem Monitor siehst du. Kannst du sehen. Schaut mal, wenn diese schräge Linie nähe, mein Dreieck ist hier drin, also hier drin. Genau. Ich nähe an meinem Dreieck hier vorbei. Das ist hier. Das heißt, wenn ich das hier drücke, das ist mein Dreieck und das ist meine Naht. Kann man das sehen? Ja, ist es auch. Also hier fühle ich das auch. Aber das war, weil hier dann natürlich noch mehr Stoff liegt auf der Seite. Also hier habe ich ja mehr als da. War das für den Nähfuß dann zu schräg. Deswegen, ich nähe da jetzt noch einmal drüber, weil ich dem da gerade nicht vertraue, dass der da so ist, wie ich den haben möchte. Ach, hier sieht man den Verlaufsgrad sehr gut. Schau, mit diesen Stickern kann ich sehr gut sehen. Also dieser Motiv, also Holzmotiv, haben wir mit dem Verlaufsgrad, mit Multicolor-Garn einfach gesteppt. Das hier ist dieser tolle Farbverlauf. Also ich finde, also man kann ja bei Husqvarna noch ein Bild mit dem Handy machen und jeder macht daraus eine Stickerei, man schön stickt es 1:1 nach und finde ich immer total schön, wenn man so diese Multicolor-Garn benutzt. So, ich habe ja von dir gelernt, nicht hier abschneiden, aber der ist zu kurz, um ihn mit der Nadel da hinten zu ziehen. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich den trotzdem hier vorne abschneide. Ja, alles so, gut. Jetzt muss ich wieder aufstehen, wieder zur Kamera gehen. Jetzt muss ich mich wieder bitte lenken. Ich bin da ein bisschen ungeschickt, dass ich einfach zeigen kann, wie man das jetzt macht. Soll ich es halten, wenn das heißt? Ja, okay, Matthias, haltet, fällt das, weil die vertraut mir nicht mehr. Ich mache das nicht gut. Drehen und drehen. Schaut mal. Diese Nahtzugabe wird jetzt hier als Origami einfach umgeklappt, hier richtig spitz gebügelt und dann hier oben geriegelt, ja? Die zu Leonid Matthias Naht. Jetzt müssen also wir haben unser, hier, ja, genau. Das ist die untere Ecke hier bei uns. Ja. Das sind zwei Nähte und die obere Naht von Leonid Matthias einfach zur Mitte hin umklappen und dann hier absteppen. Okay. Ich sage jetzt nochmal, hier auf der Tasche kann man das sehr gut sehen. Hier sehen. Ja. Also von hier auseinanderklappen, wieder bügeln und dann hier nochmal ansteppen, dass wir diese Origami-Optik nicht nur von rechts, aber auch innen in der Tasche haben. Ja. Also war ich das muss richtig? Auch guck mal, Leonid. Ja, richtig, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt nur hier oben den Riegel setzen, also nicht das ganze Ding festnähen. Okay. Genau, nur oben, richtig, ja. Also Riegel war bei dir 1,23, kannst du auch benutzen, Anna, wenn du magst, oder kannst du hier nähen, wie du willst. Achso, jetzt habe ich hin und her, glaube ich, eingestellt. Genau. Und Leonid, die Stickerei mit dem Verlaufsgarn, hast du die frei Hand genäht oder war das ein fertiges Motiv? Nein, das ist, wie gesagt, das fertige Motiv, das ist das Kampagnenmuster von der Epic 2 von Husqvarna Viking. Das ist das Muster, was man in der Maschinenstickerei hat, aber auch hier zum Beispiel auf dem Deckel hat das gleiche Muster oder hinter der Maschine hat man das. Um nochmal zu zeigen, dass die Inspiration für diese Maschine war die Natur, das heißt Wasser, Holz, aber auch Steine. Man kann das natürlich auch Freihand machen. Also wie gesagt, bei dieser Tasche, man kann so viele Sachen einfach machen und die immer persönlich gestalten. Ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn man auch auf das Innenleben achtet, dass die Sachen nicht nur von rechts gut aussehen, sondern auch von links, wie jetzt das hier, dass man anstatt diese Nähte einfach zusammen da lässt, dass man das noch mehr aufeinander bügelt, noch mehr aufsteppt, dass wenn man die Tasche aufmacht, dass man auch für sich immer wieder ein kleines Wow-Effekt hat. Das finde ich immer sehr, sehr charmant. So. Super. Und jetzt noch der letzte Riegel oben. So, Daumen drücken, dass die Nadel hält. Also die 90er sollte ja echt halten. Ich meine, du hast alles mit der 80er genäht, wie bis auf die letzte Nacht. Bis ich dann ins Leere genäht habe, dann ist abgebrochen. Ins Leere nähen will sie nicht. Okay, so. Ich glaube, ich habe es geschafft. Puh, wie gut, dass wir kein Geruchsfernsehen hier machen. Ich bin wieder gut am Transpirieren hier. Also wir haben mitgeschwitzt. Ja, also Anna, wir haben mitgeschwitzt, alles gut. Das freut mich, dass ihr mich da
dass ihr mit mir mitleidet. So, ihr Lieben, guckt mal. Jetzt kommt der Tag der Tage. Jetzt muss den Knopf schließen und dann den Bruch oben einfach nochmal umbügeln. Ach, wie süß. Die ist echt hübsch geworden. Ich habe bewusst auch den unteren Bereich nicht gestickt, dass man wirklich sieht, dass das der Stoff war, was man bestickt hat, dass man diese Spannung einfach nochmal hier reingenommen wird. So, jetzt ist mein Wasser im Bügeleisen auch alle. Mehr Dampf gibt es heute nicht. Punktlandung und im das, Dampfen. Und das Beste ist, diese wunderbare Tasche könnt ihr jetzt gewinnen, ja? Ja. Habt ihr gesagt? Ja, haben wir also, gesagt. Kannst du kannst ja zum Bügeln schicken, ja? Und nach dem Bügeln können wir dann dir wirklich... genau, ich lege die nochmal unter die Presse. So. Huh. Aufmachen. Sehr schön. Zumachen. Yeah, sehr schön. Guck mal, mit ist das Logo cool. Da so, ich lege mal meine daneben. Also... Kommt schon in die richtige Richtung, aber man sieht doch, dass es deutlich edler ist als das, was ich mir da gestern zusammengepopelt habe. Aber ich bin ganz begeistert von dem Material, von den Stickereien, die du da drauf gemacht hast, dass das auch alles richtig ist. Vor allem, wenn man es hier öffnet, dann hat man hier nochmal Leonid, Matthias und mal Hashtag einfach nähen stehen als Erinnerung. Brauchen wir also gar nicht mehr großartig labeln nochmal extra. Und genau. Dankeschön. Also toll gemacht. Super gemacht. Wahnsinn. Und das ist fast eine 2-Stunden-Punktlandung wieder mal gewesen. Es ist echt immer erstaunlich, wenn man ins Quasseln kommt. Ne? So, es ist immer, meine Gäste wollen mir nie glauben, ach, das man muss aber mal gucken, wie wir den Rest vollkriegen, ja von wegen. Nein, ich freue mich, dass wir dieses Projekt gemeinsam gemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die jetzt mitgenäht haben, auch sehr glücklich mit ihrer Klatsch sein werden. Und alle anderen, die später noch mit dazu gucken, können sich ja das Schnittmuster und die Anleitung nochmal auf eurer Seite runterladen. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Varianten. Wir haben das jetzt als ganz normale Klatsch gemacht, ohne Henkel, ohne Aufhänge, Vorrichtungen, um die als Umhängetasche dann zu benutzen, sondern wirklich nur ganz... ja, ganz einfach gehalten, aber ihr könnt daraus ja einfach euer Ding machen und einfach loslegen, Reste zusammensuchen an Stoffen, an Sticken, einfach mal ausprobieren. Und deswegen finde ich die halt so wahnsinnig vielseitig und ein sehr, sehr schönes Projekt, was man vielleicht auch mal ganz gut verschenken kann. Und wenn demnächst dann auch wieder alle Restaurants, Theaters und sowas aufhaben, dann kann man damit doch wunderbar flanieren, finde ich. Das ist eine sehr schöne Tasche, die ihr da gemacht habt. Von uns auch ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Das war für uns in der Tat das allererste Mal, dass wir sowas live machen. Uns hat das auch richtig viel Spaß gemacht. Also danke dir, liebe Anne, für die Einladung. Und auf jeden Fall vielen Dank an die Husqvarna Werke in Deutschland und auch an Salke bei Gunnelt und an alle Zuschauer. Es war echt toll mit euch. Und wir sind super, super, super gespannt darauf, was ihr zu Hause nachgenäht oder mitgenäht habt. Also deswegen unbedingt eure fertigen Sachen jetzt auf Instagram posten. Oder ihr könnt euch, wenn ihr da nicht unterwegs seid, in den sozialen Medien uns auch ein Foto schicken per E-Mail oder so. Aber es ist immer schön, unter dem Hashtag LiveSoAlong findet ihr alle möglichen Projekte, die auch von euch genäht worden sind, die man dann sich als Inspiration auf jeden Fall nochmal angucken kann. Das ist für uns Creator, wie man so schön neudeutsch sagt, immer das Schönste eigentlich, sobald eure fertig genähten Sachen dann dort abgebildet sind und man einfach sieht, was aus der ganzen Arbeit dann bei euch angekommen ist und was ihr dann daraus gemacht habt. Wir wollen nochmal auf das Gewinnspiel auf jeden Fall hinweisen, denn ihr könnt nicht nur spontan diese Tasche jetzt hier gewinnen, die ich jetzt hier im Live-So-Long genäht habe, sondern es gibt auch noch ein Überraschungspaket von Leonid und Matthias zu gewinnen. Und jetzt müsst ihr nochmal den Aufruf starten. Was soll jetzt gleich nach diesem Stream unten in die Kommentare reingeschrieben werden, damit man in den Lostopf hüpfen kann? Und zwar, die Frage ist, welches Geschenk hat Pablo Jacqueline aus Köln mitgebracht? Genau, und einfach unsere Sitcom euch anschauen. Und wenn man das sich genau anschaut, dann weiß man ganz genau, was Jacqueline von Pablo geschenkt bekommen hat. Und noch einmal, die Frage ist etwas kniffelig. Man muss wirklich aufpassen und sich nicht sofort täuschen lassen. Genau. Und die Sitcom findet ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal oder bei uns auf der Website unter Mode, unter Sitcom Addressing Story. Wir werden morgen auch in aller Ruhe unter allen richtigen Antworten die Preise auslosen. Also ein Paket von uns und diese tolle Tasche, die Anne genäht hat. Und bis heute noch Mitternacht gibt es noch 15% Rabatt auf alles bei uns im Online-Shop.
Und zwar mit dem Rabattcode ANNA15. Genau. So ist es. Und jetzt kann man ganz schnell zu euch rüberhuschen und einfach mal gucken und bei euch stöbern, was es denn da zu kaufen gibt. Schönes, heute wie gesagt mit dem 15% Rabatt. Und ansonsten ist dieser Stream an dieser Stelle jetzt gleich beendet und dann könnt ihr unten drunter eure Kommentare schreiben. Und wie gesagt, ihr findet ja alles bei Leonid Matthias auf der Seite. Kleiner Programmhinweis, der nächste Live-Solong ist schon geplant. Der findet am 28. März statt und zwar ist da die liebe Ingrid von Bee Patterns mein Gast und wir nähen mal wieder Klamotte. Da fühle ich mich ehrlicherweise auch ein bisschen mehr zu Hause als bei Taschen oder bei Patchwork. Das ist auch für mich immer eine große Herausforderung, mich da einfach mal in neue Gefilde zu begeben. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, wird Klamotte genäht. Da gibt es dann auch für euch natürlich wieder rechtzeitig das Schnittmuster. Wenn ihr das dieses Mal verpasst haben solltet, rechtzeitig einzuschalten, dann habt ihr die Möglichkeit, euch bei mir in den Newsletter mit einzutragen. Den gibt es mindestens einmal im Monat, wo immer auf den Live-Solong noch hingewiesen wird. Und für alle, die sich als Mitglied für den Live-Solong kostenlos registriert haben, die bekommen dann auch immer noch mal eine extra E-Mail, wenn das Schnittmuster dann entsprechend online gewesen ist oder online gegangen ist. Und alle Premium-Mitglieder haben auch in dem Falle dann noch die Möglichkeit, sich das komplette E-Book herunterzuladen. Also nicht nur den Schnitt, sondern das komplette die komplette schriftliche Anleitung von der Ingrid auch noch mit dabei. Und ich muss sagen, das E-Book von Ingrid oder die E-Books sind immer sehr, sehr gut, weil sie da sehr detailliert dann tatsächlich ihre Tipps und Tricks noch verrät, auch was Schnittanpassungen anbelangt und so. So, 28. März ist der nächste Live-Solong. Ich sage nochmal herzlichen Dank an euch alle, dass ihr dabei Danke. Gewesen seid. An euch, Leonid und Matthias, erst recht. Ihr könnt Danke. Gerne noch einen Moment hier drin bleiben ja, und ansonsten telefonieren wir auch gleich nochmal. Ich weiß, dass auf jeden Fall gleich nochmal ein Glühwein für mich rausspringen wird. Vielleicht auch ein Säckchen, mal gucken. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und allen da draußen wünsche ich noch einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, danke. Ciao.